Geocaching-Stammtisch. Die Geoshow mit Johannes Büchs. Dankeschön. Danke. Danke. Vielen Dank. Dankeschön. Herzlich willkommen im Hörsaal Nummer 1 an der Universität in Bonn. Ich bin wirklich begeistert, wie viele Leute heute hier sind. Wir hätten die Empore auch nochmal und den Raum wahrscheinlich zweimal verkaufen können. Insofern fühlen Sie sich als die Privilegierten, die es geschafft haben, zum richtigen Zeitpunkt eine Karte zu ergattern. Das haben Sie sehr gut gemacht. Was haben wir heute mit Ihnen vor? Also, eigentlich klären wir nur eine einzige Frage heute. Wie kommen Wissenschaftler auf die Idee, in die Erde zu bohren? Und wenn Sie das gut beantworten können, Ihren lieben Zuhause, dann haben Sie auch quasi schon 100 Punkte erreicht. Trotzdem gibt es auch noch eine Menge zu gewinnen, nicht nur an Wissen, sondern auch an materiellen Gütern, dazu später mehr. Wer hat Ihnen diese Veranstaltung eingebrockt? Lutz, zeig mal die offizielle Folie, damit jeder weiß. Sie lachen da vorne, so, das merke ich mir, ne? Dann ist der Jan nicht als nächstes dran. Also, diese Veranstaltung wird Ihnen präsentiert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, also eine Institution in Bonn und dem Deutschen Museum in Bonn. Und vielleicht weiß der eine oder der andere, die Kuh ist noch nicht vom Eis. Also auch das ist eine Leistung des Deutschen Museums, wenn man mal ein Argument sucht, warum das eine wichtige Institution ist, die auch hier in Bonn bleiben sollte oder auf jeden Fall nicht beschnitten werden sollte. Und Partner der Veranstaltung sind die Uni Bonn natürlich, dann diese beiden, also die Uni Bonn, und darunter sehen Sie diese komischen Symbole, IODP. Im Grunde gibt es zwei große Bohrprogramme. Die Programme, die dafür zuständig sind, dass Wissenschaftler tatsächlich in die Erde oder erstmal durchs Wasser und dann in den Meeresgrund bohren können. Also die einen sind verantwortlich fürs Wasser, die anderen für die Erde. Und dann haben wir natürlich noch die Stadt Bonn. Herr Sriederhan, herzlich willkommen. Die uns unterstützt. Und ich möchte Ihre Aufmerksamkeit nach der Stadt Bonn noch auf das hier lenken. Das hier, Meere und Ozean, Wissenschaftsjahr 2016-17. Offiziell beginnt dieses Wissenschaftsjahr erst in der nächsten Woche. Das heißt, was wir heute machen, ist völlig illegal. Aber Sie sind die Allerersten. Sie werden eine der ersten Veranstaltungen im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2016-17 Meere und Ozean erleben. So, das war der Werbeblock. Jetzt zum Inhalt. Ich möchte Sie heute mitnehmen auf eine, man könnte sagen, Reise, aber das ist tatsächlich so, weil wir werden Wissenschaftlern begegnen, die an sehr vielen unterschiedlichen Orten auf der Welt geforscht haben und auch dort gebohrt haben. Also, wir starten natürlich im wunderschönen Bonn. Und unsere erste Reise wird in die Türkei gehen, zum Wahnsee. Nicht Wahnsinn, Wahnsee. Und dann in den südlichen Pazifik unterhalb von Südafrika. Und dann wird es wirklich an einen Ort, wo es nicht viele Menschen gibt, also so weit wie möglich weg vom Land, in den südpazifischen Ozean. Zurück nach Afrika, wo wir dann enden heute. Naja, eigentlich, wir kommen wieder zurück nach Bonn, aber da fehlt die gestrichelte Linie. Wir bleiben in Äthiopien, egal. Gut, also das sind die Stationen unserer, ich sage mal, bohrenden Weltreise. Und die erste haben Sie vielleicht noch im Kopf, ist eine Station in der Türkei. Und dort hat ein Forscher aus Bonn, nämlich Professor Litt, Thomas Litt, geforscht. Was? Ach, Sie sehen sich selber, das ist natürlich toll, ne? Ah, Mama. Ja, ja. Sie können das machen. Und wenn Sie winken, können Sie sich auch später auf YouTube wiedersehen, weil die DFG zeichnet diese Veranstaltung auf. Wenn Sie also gedacht haben, Sie könnten jetzt schlimme Schimpfwörter reinrufen heute, ich würde es nicht empfehlen. Und was das Bohren angeht, auch nicht in der Nase, sondern in der Erde. Aber tatsächlich, wenn Sie einen Mitschnitt dieser Veranstaltung sich nochmal ansehen wollen, dann können Sie das über die DFG-Seite, über die Mediathek der DFG oder dann auf dem entsprechenden YouTube-Kanal. Vielleicht sagen Sie aber auch zu Hause, Oma, Opa, guck dir das mal an. Besser als der nächste Pilcher-Film. Gut, begrüßen Sie aber jetzt bitte mit mir unseren ersten Gast. Um ihn einzuführen, zeigen wir Ihnen einen kleinen Film über seine Forschung. Es ist Thomas Litt. Thomas Litt ist Forscher hier in Bonn. Er ist Direktor am Steinmann-Institut der Uni Bonn. Was? Melone. Ach so, das ist ja der Grund, warum Herr Hoch hier ist. Herr Hoch, Entschuldigung, ich habe Sie vergessen. Vergessen Sie den Herrn Litt. Wir haben Herrn Sriederjan und den OB heute zu Gast, haben wir schon begrüßt, aber wir haben ja noch hochrangigen Besuch hier, nämlich Herrn Hoch. Herr Hoch,
Also der, ich sage immer Dekan der Uni, ist auch richtig, nee, Rektor der Uni, man muss immer aufpassen. Ich habe nicht in Bonn studiert, Entschuldigung, der Rektor der Uni Bonn ist hier und ich muss Ihnen jetzt, da, bevor Sie hochkommen, Herr Hoch, ein kleines, ich muss Ihnen was verraten. Die Geo-Show gibt es in ähnlicher Form manchmal für Kinder. Ich bin ja auch Kinderfernsehmoderator. Das ist heute gut, weil schwere Publika und das kriegen wir schon hin und manche Kinder sind ja auch hier, ich bin sehr dankbar, dass ihr hier seid. Und da machen wir das immer so, den hyperaktivsten von diesen Kindern, den muss man irgendwie entschärfen. Ja, genau, jemand, der so hopst, ne? Und dann nehmen wir den einfach dran. Das ist so eine alte Schulregel. Die Erzieher, Pädagogen von Ihnen, die wissen, wie das ist. Man muss denen einfach eine Aufgabe geben. Und dann stören die nicht mehr, dann machen die mit. Und dann kriegen die die Aufgabe, anfangen, mit einer Bohrmaschine in eine Melone reinzubohren. Ja, tatsächlich. Weil wir damit ganz gut zeigen können, was eigentlich die Wissenschaftler tun. Heute haben wir keine hyperaktiven Kinder hier, aber wir haben ja den Dekan, Rektor, den Rektor der Uni Bonn, Herrn Hoch hier. Es tut mir leid, Herr Hoch, das ist jetzt wirklich kein tolles Entree, aber die Ehre gehört heute Ihnen, obwohl Sie ganz brav im Publikum saßen. Bis hier, bitte begrüßen Sie auf der Bühne Herrn Hoch. Hallo, Herr Hoch. Ich muss mich jetzt zweimal entschuldigen. Erstens hätte ich Sie fast vergessen und zweitens war das eine gemeine Anmoderation. Aber kommen Sie zu uns. Ich hab mir sagen lassen von Elina, ich muss Sie einweisen. Diese gelbe Kante heißt, die Bühne ist zu Ende, da darf man nicht drüber treten. Und es kann auch ein bisschen spritzen. Ja. Das heißt, wenn Sie das Sakko nicht in die Reinigung geben wollen morgen, müssen wir erstmal ein bisschen vorsichtiger bohren. Damit kennen Sie sich aus? Ja. Herr Hoch, bevor Sie bohren, wir müssen uns vorstellen, das ist das Bohrgestänge, was die Wissenschaftler haben. Herr Hoch ist der Wissenschaftler, ist er ja auch, aber Sie sind kein Geologe. Was sind Sie? Nein, ich bin Biologe. Biologe, aber die kann man auch gut gebrauchen. Wir haben auch ein Paläobiotaniker heute hier. Ganz genau, und die Mikrobiologie, also die Mikroorganismen, die werden ja das heute auch angeguckt. Absolut, also Sie könnten auf einer Forschungsreise mitmachen und Sie können sich jetzt hier qualifizieren, wenn Sie es schaffen, in die Erde zu bohren. Wir machen Folgendes, ich halte die Erde fest, damit es einfacher ist. Dafür lege ich das Mikrofon weg und Sie bohren bitte so Äquatorhöhe rein. Äquatorhöhe. Ja, da sind meine Finger weiter weg. Nicht höher. Und wir machen mal das Experiment. Wir machen heute mal eine Durchbohrung. Erde einmal durchbohren, ja? Also gut. Gut, okay. Komplett durch, wenn das geht. Ich halte das sehr fest, mal sehen, ob das funktioniert. Nicht so viel Anlauf, ich habe Angst. Für die nächste Kinderuni bestelle ich Sie, Herr Hoch. Ja. Ja, sehr gut. Stopp! Stopp! Wir kommen nicht auf die andere Seite und es ist durchaus realistisch. Ziehen Sie mal raus. Ja, ziehen wir mal. Stopp. Gucken mal. Oh, das ist schon ziemlich tief. Ja. Und jetzt, Peter, wenn du mit der Kamera mal ein bisschen näher kommst, kannst du zeigen, dass wir hier auch einen Bohrkern mitgebracht haben. Also das Stück, was wir quasi herausgeholt haben, kann man das sehen? Ja. Das wäre jetzt in der wirklichen Welt ein sogenannter Bohrkern. Genauso machen das die Wissenschaftler. Die bohren oder wie genau es funktioniert, erklären wir gleich. Aber sie hauen in die Erde oder bohren etwas in die Erde, um ein kleines Stück nach oben zu nehmen. Und zwar in genau der gleichen Schichtung, wie es auch in der Melone ist. Wenn wir das jetzt, kann man das rausdrücken? Nee, das ist viel zu fest drin. Aber jetzt könnte man sehen, hier haben wir ein bisschen Erdkruste, Erdmantel und dann wird es sehr heiß. Das sieht man auch, Erdinneres. Ja. Gut, Herr Hoch, Sie haben das großartig gemacht und Sie auch nicht versaut. Das gibt keinen Ärger zu Hause. Bitte schön. Vielen Dank für Ihren Einsatz und einen tollen Applaus für Professor Hoch. Dankeschön. Vielen Dank. So. Wenn ihr schwätzt, komme ich vorbei und will wissen, über was ihr redet. Ne? Ja? Also wenn es die Telefonnummer von Herrn Hoch ist, die kann ich besorgen. So, jetzt endlich begrüßen wir Thomas Litt. Er ist Direktor am Steinmann-Institut der Uni Bonn und wir haben einen kleinen Film, um ihm vorzustellen. Gucken Sie mal hier. Weit im Osten der Türkei liegt das größte Binnengewässer des Landes, der Wansee.
7-mal so groß wie der Bodensee. Mithilfe einer Bohrplattform wollen hier im Sommer 2010 Wissenschaftler aus aller Welt Informationen über das Klima der Vergangenheit ans Tageslicht holen. Mit schwerem Gerät treiben die Klimaforscher dazu lange Bohrgestänge in den dicken Schlamm am Seegrund. Jahr für Jahr, Schicht für Schicht haben sich am Boden des Wannsees Sedimente abgelagert und Informationen über die Vergangenheit eingeschlossen. Dort stören keine Wellen, keine Strömungen diesen Prozess, der dadurch seit mehreren hunderttausend Jahren ungestört abläuft. Die technische Herausforderung ist dabei enorm. Der Wannsee ist sehr tief und so müssen die Klimaforscher das Bohrgestänge bis zu 350 Meter herablassen, um dann ihre Proben aus den dicken Sedimentschichten am Boden zu stanzen. Die Bohrkerne, die sie auf dieser Expedition nach oben geholt haben, lagern nun in Bremen. Sie sind wie ein Archiv, das der Bonner Klimaforscher Thomas Litt und seine Kollegen jetzt endlich entschlüsseln wollen. Und hier ist er. Begrüßen Sie Thomas Litt. Herzlich willkommen bei uns, Herr Litt. Hallo, Herr Litt. Ups. Alles gut. Herr Litt, so wie sich Herr Koch angestellt hat, darf er bei der nächsten Forschungsreise mit? Ja, durchaus. Nicht? Wir haben durchaus in dem Team, darüber wird Herr Kallmeier nachher noch erzählen, auch Mikrobiologen. Aha, wir könnten ihn also verwenden, nicht nur, weil er gut bohren kann. Nun, ich habe ja schon gesagt, das, was wir hier gezeigt haben, eben ist im Prinzip richtig, aber nicht so ganz. Ich möchte jetzt genau wissen, wie schaffen es Wissenschaftler in den Boden oder in den Meeresgrund zu bohren? Ist bohren überhaupt das richtige Wort? Jein, sagen wir so. Wir wollen ja Sedimente an die Oberfläche bekommen, die eben nicht durch Drehbewegung zerstört werden. Wir wollen ja die Primärschichtung der Sedimente erhalten. Wir zeigen nachher noch einen Bohrkern, aber wir gehen mal vielleicht runter zu dem Bohrgerät, was wir hier aufgebaut haben. Ach, Herr Hoch, das haben wir nicht erzählt. Wir machen eine Bohrung in den Keller heute. Ja, also die Technik haben wir nicht informiert, nicht? Auch nicht die Facility Management. Nein, wir bohren nicht, aber wir können das Gerät vorstellen. Wie funktioniert das? Das ist jetzt eine etwas kleinere Version. Solche Technik nutzen wir, um beispielsweise bei Wassertiefen bis zu 100 Metern, aber auch noch Sedimentmächtigkeiten von bis zu 40 Metern an die Oberfläche zu bekommen. Wir haben das auch im Wannsee für Voruntersuchungen genommen. Im See Genezareth haben wir damit gebohrt. Wir haben auch in den Golanhöhen gebohrt, damit in einem Kratersee. Und das funktioniert folgendermaßen. Ich werde nachher das noch erläutern an einem kleinen Film. Das ist die Bohrkammer. Und die Bohrkammer, einfach ein Stahlrohr, wird geschlossen durch einen Kolben. Und den Kolben, glaube ich, den sieht man ganz gut, diese Spitze. Der Kolben dient dazu, dass bevor wir die Tiefe erreicht haben, die wir dann nachher auch, wo wir die Sedimente gewinnen wollen, da soll natürlich die Kammer schön verschlossen bleiben. Nicht? Erst wird geöffnet, wenn wir dann nachher bohren wollen, beziehungsweise Sediment gewinnen wollen. Das heißt, dieses Ding muss drauf sein, damit uns nicht aus einer falschen Schicht, die wir gar nicht untersuchen wollen, nachher dann Gestein oder Sand ablenken. Nicht? Wir wollen also keinen Müll an die Oberfläche kriegen, sondern wir wollen gute, schöne Sedimente dann nachher auch gewinnen. Und dieser Bohrer, wie gesagt, das nennen wir Kolbenbohrer, Pistenbohrer. Das ist das Grundprinzip, was auch für Ozeanbohrprogramme an Sedimenten genutzt wird oder auch für tiefe Seen. Also aber das dreht sich nicht, das ist doch kein... Nein, das dreht sich nicht, sondern die ganze Geschichte wird gehämmert beziehungsweise dann nachher mit hydraulischem Druck erzeugt, dass wir dann nachher die Sedimentschichten, wie gesagt, nicht zerstören durch Drehbewegung. Wir können das vielleicht mal an einem kleinen Film demonstrieren. Dieser Dreibock beziehungsweise das Bohrgerät ist dann normalerweise natürlich auf Plattformen, wenn wir in Seen bohren. Diesen Dreibock können wir auch vom Eis her nutzen, dass wir dann diese Planken, so wie sie hier montiert sind, auf das Eis bringen und dann einfach ein Loch ins Eis und von dort aus bohren. Bisschen kalt, aber es ist viel bequemer, als wenn wir jetzt eine große Plattform dann nachher auch bauen müssen. Also was ist der erste Schritt? Genau, das ist die Plattform. Und da wird eine Bodenplatte vorbereitet mit Führungsgestänge, wo dann nachher die Bohrkammer bzw. das Bohrgestänge durchgeführt wird. Obendrauf kommt ein Trichter, damit wir möglichst immer wieder auch das Bohrgerät in diese Führung bekommen. Das heißt, man nimmt auch mal den Bohrer hoch und muss dann später wieder reinkommen. Wir müssen ja nachsetzen. Nicht? Und der Trick bei der ganzen Geschichte ist, dass wir hier mit dieser Bodenplatte und dieser Führung das Bohrloch immer wieder finden. Denn wir wollen ja nicht, wenn wir beispielsweise von 8 bis 10 Meter bohren, dann immer wieder die oberen Sedimentschichten durchdringen müssen.
nicht, sondern wir wollen dasselbe Bohrgerät nutzen. Hier, das ist die Bohrkammer, die wir hier hängen haben. Dann wird ein Innengestänge reingeführt. Das dient nachher, um die Arretierung des Kolbens zu lösen. Es wird dann eine Führungsstange draufgebracht, wie man das sieht. Und da drauf kommt dann eine Schlagstange mit Schlaggewicht, was dann den Bohrer in das Sediment treibt. Nicht? Mhm. Also die Bohrkammer. Also das heißt, wir drehen nicht, sondern wir schlagen und auf die Art und Weise stanzen wir wirklich nachher das Sediment aus dem Seeboden. Haben Sie immer im Hinterkopf, Herr Litt ist Paläoökologe und nicht Maschinenbauer, aber man muss auch ein bisschen Verständnis von Mechanik haben. Also wir arbeiten eng mit einer Werkstatt zusammen in Österreich, die auch uns dann bestimmte Modifikationen auch angefertigt hat. Nicht? Und das ist immer sehr natürlich auch aufgrund der Fragestellung, die wir haben. Und hier sieht man das, die Bohrkammer wird jetzt in das Sediment hineingetrieben durch die Hammerbewegung, durch das Gewicht. Also oben klopft es immer wieder drauf. Man sieht das mit einem Spill oder man muss es per Hand machen. Und dann treibt die Bohrkammer, der Kolben ist jetzt geöffnet und die Bohrkammer treibt in das Sediment hinein. Und wenn die Bohrkammer gefüllt ist, dann schließt sich hydraulisch ein Kernfänger, damit das Sediment nicht wieder rausfällt. Und jetzt ziehen wir die ganze Geschichte an die Oberfläche und haben damit die ersten 2 Meter gewonnen. Und wenn wir weiter bohren wollen, dann müssen wir eine Verlängerungsstange dazwischen schalten, zwischen dem Schlaggewicht und der Bohrkammer und so weiter. Nun haben Sie uns... Unterm Tisch haben wir den versteckt. Ich mache mal hier die Melone weg von unserem ersten Experiment. Genau, und ich hole mal den Bohrkern. Haben Sie uns einen Bohrkern mitgebracht, beziehungsweise es ist nur eine Hälfte eines Bohrkerns. Man muss sich vorstellen, das, was da rausgekommen ist, haben Sie aufgeschnitten. Eben. Und das ist jetzt was? Das ist ein Kern vom Wahnsee auch. Mhm. Und für uns das Besondere, weshalb wir auch den Wahnsee als Forschungsobjekt auch ausgewählt haben, ist, dass die Sedimente eine ganz, ganz besondere Ausprägung haben, die extrem selten auch überhaupt in Seen existieren. Sowas kennen wir vom Toten Meer, wo wir auch gebohrt haben. Der Wahnsee hat das. Einige Eifelmaare übrigens, die wir auch abgebohrt haben vor den Toren von Bonn, haben auch diese Ausprägung der Sedimente. Und ich hoffe, dass man das sieht in der Kamera. Ja, Peter, geh mal näher dran. Zum Beispiel hier ist hier zum Beispiel. Beispiel, da ist durch besondere Färbung, durch Eisen, sieht man vielleicht diesen Bereich besonders gut. Und zwar haben wir jahreszeitlich geschichtete Sedimente. Das heißt, wie bei den Jahresringen beim Baum mit Frühholz, Spätholz, haben wir auch eine Sommerlage und eine Winterlage. Was ist dunkel und was ist hell? Die dunkle Lage ist die Winterlage. Das ist in der Regenzeit. Gerade in der Gegend haben wir nur Winterniederschläge und da kommt sehr viel Suspension. Ton, Schluff mit in den See und das lagert sich ab. Also auch für die Kinder Schmodder. Genau, Schmodder, nicht? Genau, so Schlamm. Ne? Mhm. Und im Sommer durch die hohe Temperatur verdunstet viel Wasser und dann würde Calciumcarbonat, Kalk, auskristallisieren und sich dann am Boden absetzen. Also die Sommerlage ist immer weiß, die Winterlage ist dunkel. Schmodderkalk, Schmodderkalk, Schmodderkalk. Genau. Und das wie viel tausend Jahre lang? Ja, und im Wahnsee haben wir 600.000 Jahre gebohrt. Nicht? Das ist im Nahen Osten das längste Paläoklimaarchiv, was wir haben. Es gibt noch einen älteren Rekord auch an Seesedimenten, dann lediglich in Griechenland. Nicht? Wie tief müssen Sie denn dann bohren? Also wir haben gesehen, 350 Meter muss man erstmal das Gestänge nach unten bringen, damit man an den Seegrund kommt. Genau. Und aber jetzt wollen Sie 600.000 Jahre in die Tiefe kommen. Ja. Wie tief müssen Sie da bohren? Genau, wir haben zunächst durch Voruntersuchungen, auch geophysikalische Voruntersuchungen, etwa abschätzen können mit der Sedimentmächtigkeit, dass wir vielleicht auf 300.000, 400.000 Jahre zurückkommen. Dass wir dann wirklich 600.000 Jahre zurückgekommen sind, das war für uns auch überraschend. Und das hängt immer mit den Sedimentationsraten zusammen, wie wir das sagen als Geologe. Das heißt, untere Sedimente sind stärker kompaktiert, die auch der Wassergehalt im Porengefüge ist dann geringer. Dadurch haben wir in dem oberen Bereich also dickere Sedimente, auch dickere Varven. Und je älter sie werden durch den Druck, werden sie dann immer dünner. Das müssen wir jetzt nochmal übersetzen. Das heißt, wenn wir oben einen Meter bohren, bohren wir nicht so viele Jahre an, wie wenn wir unten angelangt sind, weil dadurch durch den Druck alles zusammengepresst ist. Genau. Ja, aber wie viele Meter müssen jetzt in die Tiefe? Ja, und wir haben wirklich im Wahnsee die gesamten Seesedimente, also das heißt den gesamten Seeschlamm, haben wir durchbohrt und wir sind bis in die Basis des Beckens auch vorgedrungen. Nicht? Das ist schon gut, dass wir alles durchgebohrt haben und dadurch auch wissen, wie alt der See ist. Also sehr alt, 600.000 Jahre. Mhm. Jetzt fragt man sich, naja, warum machen wir das nicht in der Eifel? Werden wir nicht kriegen, so alte Sedimente? Oder weiter in Norddeutschland, da gibt es auch schöne Seen. Bodensee ist ja auch ein Riesensee. Aber der ist im Süden. Aber der Bodensee, der ist durch in Deutschland hier. Nicht? Das ist geografisch gesehen vom Wahnsee weit nördlich. Ne? Und der Bodensee beispielsweise ist durch die letzte Eiszeit entstanden. Mhm. Das heißt, auch wenn er tief ist,
ist, vielleicht auch viel Sediment drin hat, aber er ist nicht älter als 10.000, 11.000 Jahre. Davor war der Gletscher dort. Sie nicht? Drücken sich darum zu erzählen, wie tief sind die den See bohren. Sie sind 220 Meter tief. Also 220 plus 350. Genau, 500 über 500 Meter. Ja, ja. Oh, Respekt. Im Toten Meer haben wir noch tiefer bohren müssen. Da haben wir bei 360 Meter Wassertiefe über 400 Meter gebohrt. Aber verraten Sie nicht zu viel, denn ich möchte jetzt Sie und euch fragen, was Sie, was ich sage jetzt einfach ihr, ich rede die Kinder an und jeder, der Oberstudienrat ist und sagt, ich möchte aber gesiezt werden, der muss das Sie mitdenken. Ja? Also was denkt ihr? Wie tief haben Menschen bisher überhaupt schon gebohrt? Also Geowissenschaftler in den letzten Jahrzehnten, weil so lange bohrt man noch nicht in die Tiefe, haben die es schon geschafft, A, 6.300, B, über 12 Kilometer oder C, sogar über 17 Kilometer in die Tiefe zu bohren. Sie dürfen sich ganz kurz abstimmen mit Ihrem Liebsten, bevor es dann zu Hause Streitigkeiten gibt, weil der dann sagt, wie kommst du drauf, 17.000 Meter, das kann ja wohl nicht sein. Hättest du mal richtig klatschen können? Okay. Und jetzt möchte ich die Probe machen, wie schlau Sie sind oder wie gut raten Sie können. Jeder, der glaubt, die Antwort A ist richtig, klatscht bitte jetzt. Wer glaubt, 6.300 Meter ist richtig? Ja, das waren schon einige. Wer glaubt, die Antwort B mit 12.300 Metern ist korrekt? Okay. Und wir haben noch C im Angebot. Das waren über 17 Kilometer in die Tiefe, nämlich 17.000. Können wir es nochmal zeigen? 17.300 Meter. Wer glaubt, das ist richtig? Oh. Also Herr Litt, die meisten Zuschauer haben geklatscht bei 12.300 Meter und was ist denn richtig? Das ist exakt, das ist auf der Halbinsel Kola bisher die tiefste Bohrung, allerdings im Hardrock. Ne? Also im Stein. Hardrock-Bohrung, nicht wie hier Softrock, sondern Hardrock. Gut, ich habe jemanden beobachtet, der an der richtigen Stelle geklatscht hat. Peter, zeig uns mal den jungen Herrn mit der schönen roten Joggingjacke, der auf dem Schoß seines stolzen Vaters sitzt. Dieser junge Mann hat zur richtigen Zeit geklatscht und bekommt einen Preis. Komm mal schnell nach oben. Du kriegst den ersten Preis heute. Darf ich ganz kurz das ausleihen? Wie heißt du? Hannes. Das habe ich noch nicht verstanden. Nochmal. Hannes. Hannes. Ich bin Johannes. Grüß dich, Hannes. Also, ich habe für dich einen Preis. Es ist eine Melone. Sie hat nur eine ganz kleine Verletzung. Nein. Die hat mir irgendeiner zerbohrt. Komm mal mit. Ich habe für dich was richtig Schönes. Und zwar habe ich für dich etwas, das ist ungefähr 25 Millionen Jahre alt. Und zwar ein Abdruck eines Seeigels. Wenn du drauf guckst, wir zeigen das mal dem Peter, dann können die anderen Leute neidisch sein. Pass mal auf hier. So, Peter, kannst du das einmal, wenn wir es im Licht haben, angucken? Das war ein Seeigel. Und der hat seinen Abdruck im Stein hinterlassen durch ganz viel Druck. Ist 25 Millionen Jahre alt und je länger du den aufhebst, desto älter wird er und desto mehr wird er auf eBay wert. Ja. Hannes, einen großen Applaus, gut geraten, gut geschätzt. Danke, dass du hier warst. Ja, machen wir jetzt. Ja. Sie sehen schon, wie das funktioniert. Man muss die nächsten Geowissenschaftler schon früh anködern. Ne? Den behalten wir im Auge. Ja, also durchaus, mit den 12.300, super. Herr Litt, wenn wir uns jetzt dieses Ding hier angucken, dann haben Sie das ja nicht aufgrund der Schönheit rausgeholt, sondern Sie wollten was herausfinden. Was finden Sie raus? Ja, also abgesehen davon, wir können auch am Wannsee sehr, sehr gut Vulkanismusgeschichte auch rekonstruieren. Wir haben hier vulkanische Aschenlagen, zwei in diesem Kern. Das ist natürlich auch wichtig, um zu sehen, was haben Vulkanausbrüche beispielsweise mit der Umwelt getan. Wie schnell hat sich die Umwelt verändert, Katastrophenereignisse, wie schnell ist auch die Landschaft bzw. auch die Vegetation in der Lage, dann wieder sich zu rekonstruieren. Also das, was hier aussieht wie Drehtabak, ist tatsächlich ein Vulkanausbruch gewesen? Hier haben wir auch eine Aschenlage und hier haben wir eine Aschenlage. Wie viele Jahre sind die auseinander? Die sind etwa 1000 Jahre auseinander. Also da hat sich jemand geärgert, dass er die Immobilie gekauft hat, innerhalb von 1000 Jahren zweimal Vulkanausbruch, das ist echt fies. Genau, ja.
Aber Seelage. Genau. Na gut. Und was uns interessiert, wir nutzen diese Kerne, diese Bohrkerne als Klimaarchiv. Mhm. Hier in dem Falle, dass wir sogar diese Klimarekonstruktion durchführen können aufgrund einer kalendarischen Chronologie. Geologen haben immer das Problem, Altersbestimmungen zu machen. Ja. Wir müssen dann physikalisch-chemische Altersdatierung machen. Die haben mitunter einen ziemlich großen Fehler. Die C12-Methode? Ja, 14C-Methode beispielsweise, Kalium-Argon-Methode und wie die alle heißen, Thorium-Uran und so weiter. Aber die haben immer einen Fehler in der Messung. Nicht? Mhm. Mit je älter wir werden, desto mehr tausende Jahre, mitunter sogar Millionen Jahren. Und hier haben wir durch die Jahresschichten die Möglichkeit, eine kalendarische Chronologie aufzubauen. Moment, das heißt, was jährlich, Sie uns gerade sagen wollen, ja, Herr Litt, ist, dass es bei Ihnen im Institut jemand gibt, der hat wirklich jede einzelne Schicht gezählt und hat sich dann gemerkt, 2500 vor Christus Sommer ist das, 2500 Winter vor Christus ist er das. Er sollte sich nicht verzählen, nicht? Ja. Das wird natürlich alles digital dokumentiert. Und, aber das macht jemand. Ja, da werden Dünnschliffe angefertigt und dann wird über solche Korrelationslagen beispielsweise, weil wir Vulkanaschen haben, brauchen wir nicht jeden Kern wieder danach herzählen. Weil man weiß, das war dann und dann. Dann haben wir das, da haben wir über die Vulkanaschenlagen sehr gute Korrelationsmöglichkeiten. Was wir nun hier aus den Sedimenten rausholen, das ist der Blütenstaub. Und zwar, der Blütenstaub hält sich über Jahrmillionen, wenn er in geeigneten Ablagerungen eingebettet wird. Zum Beispiel in Seesedimenten. Wir zeigen ein paar Fotos, dass man den können wir uns mal anschauen. Blütenstaub auch ästhetisch sehr ansprechend, sehr klein, etwa nur 20 bis 30 Mikrometer. Das sind übrigens Aufnahmen mit einem konfokalen Laserscanning-Mikroskop aus unserem Institut, wo wir sehr deutlich diese auch Gestalt, die Form sichtbar machen können. Wissen Sie denn jetzt, was das ist? Das ist ein Gänsefußgewächs gewesen zum Schluss, eine Chenopodiaceae, guter Indikator für Steppen. Wüstensteppen. Ja. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt, wenn ich diese Polle finde, weiß ich, es war warm. Oder wenn ich zum Beispiel Artemisia Beifuß habe, weiß ich, das ist eine Steppenvegetation mit Gräsern, mit Gänsefußgewächsen und so weiter. Und wenn ich beispielsweise Eichen finde oder andere wärmeliebende Gehölze, dann weiß ich, dass es wärmer und feuchter war. Sie können jetzt für 600.000 Jahre im Nachhinein nicht den Wetterbericht, aber den Klimabericht vom Wannsee anfertigen. Wir können, weil die Vegetation natürlich in einem Gleichgewichtszustand mit der Klimasituation sich befindet, Pflanzen können nicht weglaufen, haben wir die Möglichkeit, dann nachher über die Vegetation die Klimaveränderungen zu rekonstruieren. Und dieses Bild zeigt über die letzten 600.000 Jahre, wie das Klima Achterbahn gefahren ist. Also auf und ab, je mehr Rot in der Kurve wir sehen können, desto wärmer und feuchter war es. Und je weniger die Werte mit diesen roten unterlegten Flächen ist, desto kühler und trockener war es. Also das heißt, den Wechsel zwischen Eiszeiten und Warmzeiten können wir in den nächsten 600.000 Jahren sehr, sehr gut sehen. Also das heißt, wenn man das richtig lesen möchte, muss man wissen, die ganze Breite sind 600.000 Jahre. Genau. Und die Höhe sind Gradzahlen, was ist das? Die höheren Gradzahlen. Es geht von 0 Grad genau, bis 100? Genau, das sind in Prozent, das ist in Prozent, aufgetragen, dann nachher Prozente zunächst, dann die Summe der Baumpollen, also Baumpollenprozente gegen die Kräuter geplottet. Aber was heißt das, was heißt denn warm jetzt an dem See? Wie viel Grad waren das im Mittel? Also wir haben heute Werte, dann nachher gerade jetzt auch, wenn wir die Spitzen sehen, das sind Werte, dass wir Sommertemperaturen von 20 Grad etwa erreichen, Wintertemperaturen um die 0 Grad. Nicht? Das sind die heutigen Werte. Wir können das also skalieren, weil natürlich wir die heutigen Verhältnisse kennen im Vergleich mit der Vegetation, können wir diese Information rezent nutzen, um in der Vergangenheit das dann nachher auch zu transferieren. Das machen wir mit den Meteorologen zusammen, da arbeiten wir eng auch über verschiedene Projekte und wir können sehen, wo es kalt und trocken ist, da können wir davon ausgehen, die Wintertemperaturen etwa 10 Grad geringer als heute. Und das im Mittel. Und das Wintertemperatur, nicht? Und das ist auch der Grund, weshalb wir dann nachher keine wärmeliebenden Gehölze haben, nicht? Weil natürlich einfach die Vegetationsperiode zu kurz ist, Temperaturen zu gering und dann bricht die wärmeliebende Waldvegetation bricht in der Gegend zusammen. Jetzt habe ich eine ganz kritische und böse Frage. Wir sehen ja jetzt bei 100, ne, das ist 100.000 Jahre vor uns, also 98.000 vor Christus. Da gab es schon mal... war es recht warm. Da war es warm. Ja. Aber 98.000 vor Christus gab es noch nicht so viele unserer Vorfahren, die mit dem Auto rumgefahren sind, CO2 in die Welt gelassen haben, Kühe, die gepupst haben, Methan in die Luft gelassen haben. Also warum war es damals so heiß? Genau. Das ist zum Beispiel, was wir hier verstehen wollen. Wir wollen die natürliche Klimavariabilität verstehen. Denn wenn Sie bedenken, dass wir ja nur über 100 Jahren meteorologische Messreihen über die Klimastationen haben, können wir natürlich über Langzeittrends der natürlichen Klimavariabilität
so gut wie keine Aussagen treffen. Nicht? Und was wir hier mit solchen Untersuchungen auch machen, ist, dass wir sehen können, wir haben eine natürliche Klimavariabilität von Kaltzeiten und Warmzeiten. Das hängt mit Veränderungen der Erdbahnparameter zusammen. Man ist mal näher an der Sonne dran, genau, mal weiter weg. Und die Neigungsachse der Erde variiert und so weiter. Das wäre also der natürliche Herzschrittmacher. Den verstehen wir jetzt. Nicht? Und was wir aber verstehen wollen, wie ist auf diese natürliche Klimavariabilität, die existiert seit Jahrmillionen, wie ist jetzt der menschliche Einfluss noch draufgesattelt und was passiert hier eigentlich? Also wir müssen auseinander dividieren, natürliche Variabilität und vom Menschen gemacht, wo er dann anfängt, an irgendwelchen Schräubchen zu drehen. Das heißt, wenn Sie Ihre Forschungsergebnisse angucken, sagen Sie nicht, ach, wir müssen uns keine Sorgen machen, es war sowieso schon mal wärmer als heute, sondern wir müssen uns Sorgen machen, weil es gibt einen quasi Wechsel, einen Rhythmus zwischen Warmzeit und Kaltzeit. Und wenn es eine Warmzeit gibt und wir drehen auch nochmal am Thermostat und lassen CO2 in die Luft, dann könnte es noch wärmer werden. Das wird dann sehr ungemütlich für uns. Obacht, Obacht. Nicht? Klima ist ein ungeheuer komplexes System mit vielen Rückkopplungsmechanismen. Und wenn wir in irgendeiner Schraube drehen, da wissen wir nicht, was das dann nachher auch auslöst. Nicht? Also deswegen Vorsicht, Vorsicht. Nun, Herr Litt, ich lasse Sie nicht von der Bühne, bevor ich nicht einem weiteren unserer Gäste heute die Chance gebe, eine schöne Versteinerung mitzunehmen. Dafür müssen Sie aber eine Frage richtig beantworten. Wir haben ja eben schon auf die Vulkanausbrüche hingewiesen, dass man die auch sehr gut in so einem Bohrkern sehen kann. Also Lava, Asche und Lava. Ich möchte Sie fragen, was glauben Sie denn, wie heiß kann Lava höchstens werden? Also der Maximalwert. Ist es A, 700 Grad, ist es B, 1200 oder C, 3500? Hannes, du kannst dich entspannt zurücklehnen, ja? Aber alle anderen sollten sich jetzt beraten mit dem Nebenmann, mit der Nebenfrau und dann frage ich ab. Ich sehe schon, die Frau Milje Hoch hat sich geeinigt, ja? Sind Sie schon auf einer Linie? Gut, dann möchte ich abfragen. Wir machen das mit Applaus. Wer glaubt, 700 Grad ist richtig? A, der applaudiert bitte jetzt. Ja? Sehr gut. Nee, man muss, also... Wenn sich dann jemand stark macht für so eine Minderheit wie A, ja, und die steht da ganz alleine, wie fühlt die sich jetzt? Und dann gibt's jemanden, der sagt, ich bin da an der Seite, das finde ich gut. Außerdem ist die Gewinnchance hoch, wenn A richtig ist, da kann ich ja nur die Dame in Rot nehmen. Also, dann wer glaubt, es ist B, 1200 Grad? Und wer glaubt, es ist C, 3500 Grad? Gut. Herr Litt, Sie kennen sich mit Lava aus, Sie bohren ja öfter welche an. Was stimmt? Ja, B wäre richtig. An der Oberfläche wohlgemerkt, Lava ist ja dann ein Ergussgestein, was an die Oberfläche kommt. Und die heißesten Laven, das sind die Basalte, die wir auch übrigens in der Eifel haben, die werden 1200 Grad. Es gibt noch andere Laventypen, die haben dann geringere Temperaturen, aber wirklich an der Oberfläche die heißeste Lava, das wäre Basalt mit 1200 Grad. Es ist der älteste, wer wird Millionärfehler? Lava draußen, Magma innen. Und ein Magma könnte natürlich noch viel heißer werden. Magma kann wärmer sein in der Magmenkammer, aber wir sprechen ja von Lava. Also nicht, dass Sie den Fehler beim Jauch nochmal machen. Aber ich habe jemanden gesehen, und zwar ist das ein junger Mann mit blauem Sweatshirt. Du hast an der richtigen Stelle geklatscht, komm mal hoch, du brauchst einen Preis. Ich brauche das Mikrofon, damit wir wissen, wer das ist. So. Herzlich willkommen, komm mit. Wie heißt du? Felix. Felix. Felix, 25 Millionen Jahre, ist das auch für dich gut? Dann würde ich dir nämlich eine Versteinerung mitgeben. Einer Muschel, besser gesagt, das ist eigentlich der Abdruck einer Muschel im Stein. Also da war früher mal so eine Kalkschicht drumherum. Die hat es nicht die letzten 25 Millionen Jahre überdauert. Aber der Stein, der dadurch geformt ist, sieht jetzt aus wie diese alte Muschel. Auch für dich gilt, noch ein bisschen aufheben und dann erst auf eBay versteigern, wenn du den Führerschein bezahlen musst. Einen großen Applaus für Felix, gut geraten. Ja. Ja. Gut. Herr Litt,
Vielen Dank, dass Sie hier waren. Darf ich den Kern noch ein bisschen hier behalten? Vielleicht will ja der ein oder andere Forscher auch noch was zeigen. Großen Applaus für Sie. Danke, dass wir so schön reingucken konnten bei Ihnen in die Forschung. Danke. Übrigens, wenn ich dann den einen oder anderen auswähle, der gewonnen hat, ich kriege das mit im Augenwinkel, wie sie sagen, ich nicht, und ich wollte aber auch und so. Deswegen kriegen Sie jetzt noch eine Chance, was zu gewinnen, und zwar richtig, was richtig Schönes. Dafür müssen Sie aber auch ein bisschen was leisten. Ich suche jetzt zwei Teams. Und da wir so viele Kinder hier haben, würde ich sagen, Erwachsene und Kinder, also ein Kind und ein Erwachsener als Team jeweils. Ich guck mal rum, wer da ist. Also Jan, du bist sicher, weil Christina ist alt genug, als dass sie jetzt in Frage käme. Aber wen haben wir denn hier? Kind plus Erwachsenen. Die gucken schon alle wieder weg. Da hinten, da sind Kinder plus Erwachsenen. Die Väter sind total unzufrieden. Ist das ein Papa, den man mitnehmen kann? Ja? Und wer geht? Die Mama ist schlauer. Dann würde ich sagen, die Mama kommt mit. Ja? Okay. So. Und wer von den Jungs darf denn jetzt? Ne, wisst ihr was? Ihr seid ein Dreierteam, kommt mal mit. Ja, wir trennen doch nicht die Brüder, dann gibt es nachher Ärger. Gehen Sie schon mal auf die Bühne, entspannen Sie sich, es wird gar nicht so schlimm. Das ist Bruderliebe? Ja, das ist Bruderliebe. Dann brauche ich noch ein Dreierteam. Zwei Kinder, ein Erwachsener. Haben wir das in dieser Kombination nochmal hier? Wer ist mit Geschwisterkind hier? Wo? Da melden sich welche. Ja, hier vorne. Ihr habt ihr auch einen Erwachsenen dabei oder habt ihr gesagt, wir gehen Tatort gucken und... Ne, bitte? Wer ist denn euer Erwachsener? Der Papa. Ah, der Papa hat okay gesagt. Ja, gut. Dann kommt hier mal rausgeklettert, schaut, dass das Herr Hoch nicht sieht. Das dürfen die Studenten normalerweise. Du willst auch. Seid ihr alle Geschwister? Ja. Vier Kinder? Wir nehmen alle Kinder mit. Ihr Dreierteam müsst gegen ein Fünferteam antreten. So, das ist sonst unfair, wenn man dann die zwei Schwestern unten lässt. Sind nicht alle ihre? Aber wie? Das verstehe ich jetzt nicht. Gehören zusammen. Okay, gut. Wenn sie zusammengehören. So, entschuldigen Sie. Jetzt habe ich Sie nicht vorgelassen, das war nicht sehr charmant, Entschuldigung. Ja, wir trennen jetzt die Gruppen, ich habe den Überblick verloren, so viele Leute habe ich nicht erwartet. Also, ich sage mal 2 plus 1, ihr kommt auf die rechte Seite, ich brauche eure Namen. Wie heißt ihr? Felix. Felix? Lukas. Lukas? Julia. Julia, Felix, Lukas ist das Team 1. Wie heißt du? Ivan. Ivan? Anna. Anna? Nike. Nike? Fritz. Fritz? Klaus. Und Klaus, ihr seid das Team Nummer 2. Folgende Aufgabe. Ich werde euch ein Bild zeigen. Da kann man so, also wirklich richtig wenig erkennen. Ja? Und wenn ihr aber trotzdem was ahnt, was das sein könnte, schreit ihr rein. Ja? Okay? Und dann, wenn wir da nichts drin sehen oder ich sage, nee, das stimmt nicht, dann zeige ich euch ein zweites Bild und da kann man schon ein bisschen mehr erkennen. Und ihr dürft jederzeit immer reinrufen. Nur die müssen die Klappe halten. Okay? Also, und wenn das dann auch nichts ist, dann zeige ich euch noch ein drittes Bild, aber dann wird es irgendwann so einfach, dann müsst ihr richtig Gas geben. Ihr müsst nicht hier hochgucken, da sehen es die Zuschauer, ihr könnt es auf dem Bildschirm sehen. Und wir gucken uns jetzt das erste Bild und ihr schreit einfach rein, wenn ihr denkt, das könnte das oder das sein. Also, erstes Bild. Was könnte das sein? Ein Stein? Eine Wolke? Wolke ist fast richtig, Julia? Eine Koralle? Nein? Eine... Dampf? Ja, nein, ja, fast. Nee, Wolke? Wasseransammlung? Nein. Wolke aus was? Vom Vulkan etwas? Ja, das lasse ich gelten, Julia. Erster Punkt. Eine Aschewolke! Jawohl! Das heißt, der erste Punkt geht an Lukas, Felix und Julia. Was das ist so ein Vulkan eben. Das ist so eine Aschewolke, wie ihr gesagt eben. Genau, das hat die Mama ja schon gesagt, Felix, ne? Ja. Musst du mal zuhören, was die Eltern sagen, auch zu Hause, ne? Was die Hausaufgaben angeht. Gut, nächste Frage. Wiederholung ist immer gut, das stimmt, Redundanz. So, zweites Bild, ihr habt noch die Chance. Denn wenn ihr jetzt zwei Bilder nacheinander erratet, dann habt ihr gewonnen. Man muss 2 Punkte haben, um zu gewinnen. Also, nächstes Bild und reinrufen, wenn ihr was seht. Was könnte das sein? Lava. Also, Magma. Ja, ich glaube, da war der Felix zuerst. Und das ist ein Lavastrom und das ist der zweite Punkt. Das heißt, wir können hier schon fest... Wir haben aber Trostpreise, so ist es nicht. Einen großen Applaus für Felix, Lukas und Julia. Julia, pass mal auf. Du bekommst, weil wir bohren ja heute in die Tiefe, eine Bohrmaschine. Da freut sich wenigstens dein Mann. Und, ach, wisst ihr was? Ich finde, unser anderes Team kriegt auch eine Bohrmaschine. Damit das fair ist. Und
Damit es einen Unterschied gibt und wenn du die, also das ist jetzt sehr, vielleicht bist du ja auch die Bohrerin zu Hause. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Dann bekommst du das Buch Expedition Erde, weil du hast ja den größeren Anteil am Gewinn gehabt und am Sieg. So ist es gerecht, dass der Sieger auch ein bisschen mehr hat. Einen großen Applaus für unsere Kinder und Erwachsenen. Habt ihr großartig gemacht. Vielen Dank. Glückwunsch. Gut gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Okay. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch, Glückwunsch, Glückwunsch. Danke fürs Mitmachen. So. Das ist der erste Bohrkern, der lecker schmeckt. Du hast da doch nicht dran. Nein, da darf man doch nicht essen. Das hast du nicht wirklich. Du hast mich jetzt verhohnepiepelt, oder? Das Ding ist wertvoll. Was meinst du, wie lange wir Herrn Litt bestechen mussten, dass er einen mitgebracht hat? Wir haben den extra unterm Tisch versteckt, dass hier keiner vorne den schon anfasst, aber er sieht noch gut aus. Okay, gut. Hatte schon Angst. Es wird Zeit, dass wir die zweite Wissenschaftlerin auf der Bühne, eigentlich die dritte, wir müssen dann hoch mitrechnen, die dritte Wissenschaftlerin auf der Bühne begrüßen. Es ist Jana Just. Vor einigen Monaten war sie noch auf einem Forschungsschiff. Da wird sie uns heute eine Menge erzählen, was sie dort gemacht hat. Bitte begrüßen Sie sehr herzlich Dr. Jana Just. Sie ist Paläoklimatologin. Herzlich willkommen auf der Bühne. Jana, hallo. Hier ist dein Mikrofon. Sie haben das eben schon gesehen und vielleicht wissen Sie es noch vom Anfang. Wir waren ja eben in der Türkei. Jetzt geht's richtig weit in den Süden. Wohin genau? Wir gehen jetzt vor die Küste von Südafrika. Da war ich nämlich mit dem Schiff unterwegs für 2 Monate. Warum verschlägt es sich 2 Monate vor die Küste von Südafrika? Es war ja kein Urlaub. Nee, genau. Also das Thema der Ausfahrt war eigentlich zu erforschen, wie der Wasseraustausch zwischen dem Indischen und dem Atlantischen Ozean stattgefunden hat. Wir hatten ja ein Bild, vielleicht können wir das mal zeigen, mit den Lokationen, wo wir gebohrt haben. Ach so. Oder so. Gut. Ja, dann gucken wir uns erstmal an, wie es auf dem Forschungsschiff aussieht. Was ist das? Das ist jetzt die Drill-Plattform, also da von dort aus wird gebohrt. Die Technik haben wir ja bei Herrn Litt schon gesehen, das ist im Prinzip das Gleiche. Nur in groß, ne? Genau. Wir sind tiefer runtergegangen, also wir haben in einer größeren Wassertiefe gebohrt. Ja, dann nehmen Sie sich mal ein Beispiel, Herr Litt. Ne? Wir machen das nicht mit ein paar hundert Meter, sondern wie tief habt ihr gebohrt? Also Wassertiefen bis zu 2800 Metern und dann Sediment auch um die 300 Meter. Da kam eben was raus? Genau, da hat man jetzt gerade gesehen, wie ein Kern im Prinzip nach oben gekommen ist. Und jetzt wird eben ein Verlängerungsrohr eingesetzt und das Ganze, diese Bohrkammer wandert wieder nach unten und das nächste 10-Meter-Stück wird dann erbohrt, kommt wieder nach oben und so weiter und so fort. Die Kollegen arbeiten sehr schnell, haben die. Es war tatsächlich diese Technik auf dem Schiff und wie auch diese Driller zusammengearbeitet haben, die haben halt einfach eine totale Erfahrung. Die machen das halt hauptberuflich. Das war schon sehr faszinierend, wie effektiv die waren. Nicht ganz so schnell wie hier, aber die waren schon ziemlich fix. Aber das heißt, das sind keine Wissenschaftler, das sind Bohrexperten. Genau, ja. Jetzt können die also nicht lesen, was das da rauskommt. Sie können es nur nach oben bringen. Und wenn ihr dann so etwas habt und vor euch liegt, was kannst du daraus lesen? Also wie gesagt, auf der Ausfahrt ging es eben darum, den Wasseraustausch zwischen dem Indischen und dem Atlantischen Ozean rauszubekommen. Und eine Möglichkeit zum Beispiel, das zu machen, ist, man untersucht planktonische Organismen. Also Plankton kennt ja jeder, kleine Einzeller, die in der Wassersäule leben. Und die sucht man in den einzelnen Schichten? Genau. Okay, ja. Und wir gucken jetzt mal, wo genau ihr gebohrt habt und diese Plankton, Plankton mit nach oben geholt habt. Es sieht aus, als ob das auch, also schöne Gegend in Mosambik, ne? Und dann die Küste runter, Südafrika. Ja, wir haben tatsächlich die Küste kein einziges Mal gesehen. Das sieht zwar super nah aus, aber das sind immer noch mehrere oder bis 100 Kilometer war, glaube ich, das nächste, dass wir an der Küste waren oder 60 Kilometer. Da sieht man kein Land leider, 2 Monate nicht. Gemein, der Traumurlaub ist nur ein paar Kilometer entfernt. Ja. Na gut, aber für die Wissenschaft. Genau. Nun, das sind die Orte, vielleicht sehen wir jetzt das nächste Bild. Lutz, wenn du uns das zeigen kannst, das ist der Grund. Du hast ja gesagt, ihr interessiert euch für Meeresforschung und was der Plankton damit zu tun haben, können wir ja gleich drüber reden. Aber warum eigentlich? Also warum sind Meeresströmungen für euch interessant? Also kennt ja wahrscheinlich jeder den Golfstrom, der auch dafür verantwortlich ist, dass wir so ein mildes Klima in Europa haben. Das ist jetzt hier auch mal gezeigt. Diese rote Linie sind warme Oberflächenströmungen.
die halt zum Beispiel den Golfstrom bilden. Die blauen Linien sind Tiefenwasser, kalte Tiefenwasserströmungen. Und man sieht eben, dass dieses warme, salzreiche Wasser, weil es gibt viel Verdunstung in den tropischen Bereichen, nach Norden wandert. Da kühlt es ab, die Dichte verändert sich, es wird dichter und dadurch bildet sich diese Tiefenzirkulation. Moment, Jana, die Anna da unten, die gähnt gerade. Oh. Jetzt müssen wir aufpassen. Pass auf, Golfstrom heißt. Anna, guck dir das mal an. Hier gibt es doch, siehst du da Nordamerika? Weißt du, was Nordamerika ist? Ja? Muss einmal nicken. Ja, gut, okay. Und da ist doch so ein rotes Band, ne? Das ist der Golfstrom, das ist quasi warmes Wasser, was dich da aufheizt. Und dann fährt das rüber zu uns, da wo der Stiefel ist, ist Italien und ein bisschen nördlicher die Schweiz und noch nördlicher ist Deutschland, da wohnen wir. Und da kommt der Golfstrom vorbei und bringt warmes Wasser mit. Und das ist der Grund, warum zum Beispiel an der Küste im Winter es ein bisschen wärmer ist als im Landesinneren. Also heißt es, der ist so ein bisschen was wie eine Heizung. Je näher man am Golfstrom dran ist, desto mehr warmes Wasser kriegt man ab. Und dann, wenn der nach oben Richtung Eis kommt, also Richtung Nordpol, kühlt er sich wieder ab, dann wird er blau und fährt zurück, holt sich neue Wärme. Und es ist quasi sowas wie eine kostenlose Heizung für Europa, könnte man sagen. Das könnte man so sagen, ja. Wir könnten ja mal, also damit euch das bewusst ist, wie viel Heizung das ist und wie viel Energie da drin steckt, machen wir eine kleine Quizfrage. Und zwar, Lutz, zeig doch mal unsere nächste Quizfrage. Stellt euch mal vor, der Golfstrom wäre jetzt abgeschaltet, von heute auf morgen. Das wäre nicht gut, da würde uns diese Heizung fehlen. Dann bräuchten wir Atomkraftwerke, es gibt ja keine andere Quelle der Energie. Wir rechnen immer noch in Atomkraftwerken, aber wir brauchen dann eine Menge Atomkraftwerke, um die Wärme oder die Energie zu erzeugen, die der Golfstrom bisher zu uns gebracht hat. Wie viele Atomkraftwerke bräuchte man, um die Energie, die der Golfstrom mit sich bringt, zu kompensieren? Oder die Wärme mit Energie zu kompensieren? Braucht man 10.000 Atomkraftwerke, 100.000 oder 1 Million? Kann man so viel überhaupt in Bayern bauen? Ich weiß es gar nicht. Gut, also 10.000, 100.000, 1 Million. Jetzt kurz unterhalten. Wer will, kann das auch in Windräder umrechnen. Und dann frage ich ab. Wer glaubt, A ist richtig, 10.000 Atomkraftwerke ersetzen die Wärmeleistung des Golfstroms. Ja. Wer glaubt, 100.000 Atomkraftwerke, ist richtig? Und wer denkt an die 1 Million Atomkraftwerke wären nötig? Ja, hier vorne hat eine junge Dame geklatscht und zwar bei der richtigen Antwort, die da wäre. Du musst das Mikrofon hochnehmen, ja, ne? Die richtige Antwort ist 1 Million. 1 Million. Und ich nehme das Mikro mal ganz kurz mit. Und du, junge Dame vorne in der Ecke, komm mal hoch. Das kommt davon, wenn man zu viel weiß, ja? 1 Million Atomkraftwerke. Wie heißt du? Anne. Anne, komm mal her, Anne, stell dich mal dahin. Du kriegst ein schönes Geschenk, Anne. Und pass mal auf, wir werden jetzt ein bisschen älter. Das heißt, du musst nicht mehr so lange warten, bis du es verkaufen kannst. Es ist eine versteinerte Schnecke. Ja. Ungefähr 45 Millionen Jahre alt von Herrn Litt. Wir mussten lange betteln, bis er sie abgegeben hat. Und sie kommt, steht das vielleicht sogar hier drauf, aus Ungarn kommt sie, aus dem tertiären Zeitalter. Das ist was Schönes, wenn man mal Briefe beschweren muss, weil das Fenster auf ist. Dankeschön. Oder du eine kleine Vitrine hast zu Hause. Na, nicht so draufpatschen. Nee. Genau, so ist gut, ja. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Entschuldigung, Jana, dass ich dich unterbrochen habe. Nimm noch mal das Mikrofon, wir gucken noch mal. Also, warum interessieren euch diese Strömungen? Wir haben ja jetzt schon gelernt, die sind verantwortlich dafür, dass das Klima so ist, wie es ist. Zumindest haben die einen Anteil daran. Und warum interessiert euch jetzt unten, unterhalb von Südafrika, wie da die Meeresströmung ist? Genau, also es gibt halt zwei oder es gibt mehrere Stellen, wo halt dieses salzreiche Wasser entstehen kann. Das eine ist halt im Golf von Mexiko, der dann den Golfstrom antreibt. Aber im Indischen Ozean gibt es auch noch diesen roten Wirbel. Mhm. Das heißt, da wird das Wasser auch extrem aufgewärmt und wird verdunstet sehr stark und ist eben sehr salzreich. Und wenn jetzt dieses salzreiche Wasser nicht mehr in den Atlantik transportiert würde, weil sich die Windsysteme zum Beispiel verändern,
dann würde das eben auch eine Auswirkung auf die Ankurbelung des Golfstroms haben. Also wenn weniger salzreiches Wasser in den Atlantik kommt, kann es dazu führen, dass der Golfstrom zum Beispiel langsamer wird, weil nicht genug warmes Wasser nachgeliefert wird. Und dann müssen wir wieder Atomkraftwerke bauen. Richtig, genau. Hey, hey, hey. Da gibt es auch keinen. Okay, also das ist wichtig herauszufinden. Wie war das vielleicht in der Vergangenheit, um Vorhersagen zu treffen? Genau. Also es gibt halt auch Theorien, dass es in der Vergangenheit mal passiert ist, dass dieser Wasseraustausch geringer gewesen ist und dadurch sich eben auch Glaziale oder Temperaturen wenigstens in der nördlichen Hemisphäre verändert haben. Und dann haben wir wieder eine Eiszeit und genau. Mammutsjahr. Ja. Es sind halt immer verschiedene Wechselwirkungen. Man kann nicht sagen, was kommt erst und was kommt danach, sondern wie gesagt, es sind Wechselbeziehungen, die halt aber noch nicht alle verstanden sind. Jetzt hast du gesagt, um es herauszufinden, musst du nach Plankton schauen. Warum? Genau. Also es gibt eben verschiedene Organismen, die in der Wassersäule leben. Sogenannte Foraminiferen gibt es da ein Beispiel. Vielleicht können wir mal sehen, wie die aussehen. Die sehen sehr sympathisch aus, das haben wir uns genau. Vorhin schon angesehen. Lutz, kannst du mal ein Bild weitermachen? Ja. Genau, also das ist jetzt einmal ein Bild von einer lebendigen und von einer toten Foraminifere, also einer fossilen Foraminifere auf der rechten Seite. Braucht man eine Hautcreme, ne? Hat so Poren. Ne? Ja, genau, die hat so Poren. Die Poren benutzt man zum Beispiel auch, um zu identifizieren, welche Art von Foraminifere es gibt, weil es gibt sehr viele verschiedene Arten. Naja, genau, auf jeden Fall haben die Foraminiferen bauen Kalkschalen. Also Kalkschalen ist Calcium und Carbonat, also Kohlenstoff, Sauerstoff und so weiter. Also Calcium, Kohlenstoff und Sauerstoff. Aber die bauen auch manchmal ein bisschen Magnesium ein oder verschiedene andere Spurenelemente. Und diese chemische Zusammensetzung der Schale hängt davon ab, wie die Wassertemperatur und wie der Salzgehalt gewesen ist. Also ist es jetzt ein bisschen salziger, baut die lieber ein bisschen mehr Magnesium ein und ist es ein bisschen wärmer, dann nimmt sie lieber leichteren Sauerstoff zum Beispiel. Und wenn man das analysiert, kann man eben rausfinden, wie sich die Salzentwicklung, wie die Salzentwicklung im Ozean gewesen ist. Und das bedeutet, du kannst dann im Nachhinein sagen, damals muss die Strömung so oder so gewesen sein? Genau, wenn ihr zum Beispiel westlich von Kapstadt, man sieht, dass der Salzgehalt niedriger war, weiß man gleichzeitig, dass weniger salzreiches Wasser aus dem Indischen Ozean am Kap der Guten Hoffnung vorbei in den Atlantik gekommen ist. Jetzt ist ja eure Forschungsreise noch nicht so lange her. Habt ihr schon Ergebnisse oder stehen die Veröffentlichungen noch aus? Also wir haben schon ein paar Schiffsdaten, also wir haben ja auch Messdaten auf dem Schiff erhoben, aber wir haben jetzt auch noch eine Beprobungsparty, also Beprobungsversammlung im Oktober und dann geht eigentlich die echte Forschung los. Erst. Also Nature kaufen ab Oktober. So, wir gucken mal auf ein paar Bilder, wie das Leben an Bord aussieht, weil du ja so frisch gerade dort warst, hast du uns ein paar mitgebracht. Lutz, wenn du uns vielleicht die nächsten Bilder zeigst, das ist schon das Drilldeck, was wir gesehen haben, also wo gebohrt wird. Genau, ne? Da sieht man jetzt gerade, das war jetzt schon weg, aber wir haben es ja im Film schon gesehen. Hier kommt jetzt so ein 10-Meter-Kern an Deck. Da werden Wasserproben genommen. Rechts werden dann die Kerne geöffnet, also gesplittet, damit wir auch so Kernhälften haben, wie wir die hier sehen. Und dann werden die Kerne beschrieben, Farbe und so weiter. Das ist jetzt ein relativ langweiliger Kern, muss man dazu sagen. Ja, wir haben hier schönere, ne? Ja, mit ja. Vulkanen und allem. Genau. Also der sieht nur grau in grau aus. Genau, und dann werden halt verschiedene Messungen an Bord schon durchgeführt. Aber nur weil er so langweilig aussieht, heißt es noch nicht, dass er vielleicht interessante Plankton mit sich bringt und dann ist er am Ende doch interessant. Genau, also es sind halt Hochseekerne. Also wir waren relativ weit von der Küste entfernt. Das heißt, wir haben super viel von diesem Planktonorganismen gehabt und relativ wenig Eintrag vom Land und deswegen sieht das so langweilig aus. Nun wird sich vielleicht der ein oder andere von euch fragen, was passiert denn dann? Geh mal zurück, Lutz, wir zeigen die Feier erst später. Ja? Vorher müssen wir uns nämlich die Frage stellen, was passiert mit den Kernen, die wir hier sehen, wenn das Schiff im Hafen angelegt hat. Das bleibt ja nicht auf dem Schiff, sondern es gibt drei große Kühlschränke, zumindest für die Kerne, die aus dem Meeresboden herausgeholt worden sind. Einer ist in Texas, einer ist in Japan und einer ist in Deutschland. Und zwar in Bremen. Und wie es der Zufall so will, haben wir jetzt eine Skype-Schalte nach Bremen. Und dort, hoffe ich jetzt, können wir sprechen mit Dr. Ursula Röhl. Hallo Frau Röhl, wir grüßen Sie. Einen großen Applaus, dass Sie wissen, dass Sie da sind. Ja. Frau Röhl, ich bringe Sie mal auf den Stand, wo wir sind. Wir wissen, wie man bohrt.
wir wissen, warum Leute wie unsere Geowissenschaftler, die wir heute hier haben, ins Wasser oder in die Erde tief hineinbohren wollen. Und wir wissen jetzt auch, was man damit herausfinden kann. Wir stellen uns aber gerade die Frage, was passiert mit den vielen Kernen, die auf Forschungsreisen gewonnen sind? Wo landen sie? Und da habe ich gesagt, Sie können uns diese Frage beantworten. Aha, wir hören Sie gerade nicht, Frau Röhl. Ich könnte Sie synchron dolmetschen, wenn Sie wollen, also synchronisieren. Oder Sie müssen jetzt mit Gebärdensprache zeigen, wie viel Kilometer Bohrkern Sie dahinter sich haben. Wir probieren es nochmal. Können wir Frau Dr. Röhl hören? Ja, das ist gut. Oh, so viel? Ja, wirklich? Wir probieren es nochmal. Sagen Sie nochmal was, Frau Dr. Röhl. Mhm. Ich mache gleich eine Quizfrage draus. Also ich versuche das mal mitzusprechen. Sie müssen den Mund auf und zu machen, ich spreche die Antworten mit. Wir haben hier, ja, nee, so nicht, ja, auf und zu. Ja? Ja, wir haben hier im Kühlschrank, da heißt Marum, riesengroß, eine Temperatur wie bei Ihnen in der Gemüseschublade 4 Grad. Sie müssen weiterreden, sonst kann ich, ja, 4 Grad. Und Sie können sich vorstellen, wie viele Bohrkerne, können wir Sie jetzt hören, Frau Dr. Röhl? Können Sie mich ja! jetzt... Ja! Ja! Ganz geil. Stimmt das mit den 4 Grad, ja? Ja, das mit den 4 Grad stimmt. Wie Sie sehen, bin ich auch gut eingepackt, trotz der hochsommerlichen Temperaturen in Bremen hier. Und würden Sie uns einmal zeigen, wie groß Ihr Kühlschrank ist, dass wir eine Idee bekommen, wie viele Kerne da liegen? Oh, das ist nach oben, also ein echtes Hochregal. Ja. Und da hinten geht es auch noch weiter. Sagen Sie mal, Frau Dr. Röhl, wie viel Kilometer Bohrkern lagert bei Ihnen? Bei uns lagern 154 Kilometer Bohrkerne. Das ist das größte Bohrkernlager im internationalen Ozeanbohrprogramm. Es gibt nur 3 dieser Bohrkernlager überhaupt. Die anderen beiden sind in Texas, in den USA und in Japan. Das ist also was ganz Besonderes, dass wir das in Deutschland, in Bremen haben. Diese 154 Kilometer Bohrkerne sind gewonnen worden im Atlantik und im Mittelmeer, im Arktischen Ozean, im Schwarzen Meer und in der Ostsee. Und ich bin mir sicher, dass Sie mindestens einen Lieblingsbohrkern haben, mit dem Sie abends schmusen, bevor Sie nach Hause gehen. Ist das so? Gibt es einen Liebling? Es gibt ganz viele Lieblingskerne hier. Und ich zeige Ihnen mal, was ich hier noch vorbereitet habe. Mhm. Ich nehme hier mal einen raus. Wie Sie sehen, sind die aufbewahrt in diesen Plastikcontainern in unseren Regalen. Das ist eine Bohrkernhälfte. Das ist eine Archivhälfte, die ist nicht beprobt. Die Bohrkerne werden der Länge nach geteilt in Archiv- und Arbeitshälften. Und wie Sie sehen, sieht man hier bestimmte Spuren. Ja, die sind aber sehr gut zu sehen. Was ist das denn? Das sind sogenannte Spurenfossilien. Das ist also kein Fossil in der Form, dass da Schalen oder so von einem Lebewesen hinterlassen wurde, sondern die Spur von einem Lebewesen. Und wer ist da lang gekrochen? Das ist wahrscheinlich ein Wurm gewesen, der da lang gekrochen ist und dort eine Fraßspur hinterlassen hat. Das ist also ein wunderbares Zeugnis von der Lebewelt aus vergangenen Zeiten. Aber jetzt klären Sie uns mal auf, Frau Dr. Röhl, kein Wissenschaftler nimmt sich doch vor, heute bohre ich genau da in den Atlantik, wo ein Wurm eine Spur hinterlassen hat. Das ist doch wahrscheinlich relativ selten, dass man sowas findet, oder? Es ist nicht so selten, aber es ist besonders selten, dass man so einen schönen Anschnitt mitten im Bohrkern, der ja nur 6,5 Zentimeter Durchmesser hat, erwischt. Also das ist natürlich eine kleine Sensation, dass wir das so hier in dem Anschnitt im Bohrkern dann gefunden haben, als der geöffnet wurde. Hilft das er ist denn, also hilft er ganz denn besonders interessant daran. Hilft er denn beim Forschen? Ich habe aber auch noch einen besonderen anderen Kern vorbereitet. Ja, können Sie mich denn noch hören, Frau Dr. Röhl? Ich habe das Gefühl, Sie reagieren nicht auf das, was ich sage. Ich das mag ich gar nicht. Anhebe. Und der ist aus einer ganz besonderen Zeit und besonders alt, der nämlich Zeugnisse darstellt von vor 66 Millionen Jahren. Das muss man sich erst mal vorstellen. Und wie Sie sehen können, ein abrupter Wechsel findet hier statt, mitten im Kern. Sie sehen hier dieses helle Material, was plötzlich unterbrochen wird von diesen grünlichen Ablagerungen. Und wo mein Finger jetzt
liegt? Wo mein Finger liegt, das ist genau der Zeitpunkt 66 Millionen Jahre. Und um es vorwegzunehmen, es geht einher, dieses Ereignis, mit dem Einschlag eines Meteoriten. Und dieses grünliche Material ist das Auswurfmaterial, was der Meteorit erzeugt hat. Und innerhalb von wenigen Tagen bis Wochen ist diese Schicht entstanden. Das heißt, Sie hatten eben gerade den Daumen auf den Dinosauriern drauf und die sind da ausgestorben? Ja, genau. Die gab es hier noch in der Kreidezeit und im Tertiär sind sie dann nicht mehr vorhanden gewesen. Also es ist ein großes Aussterbeereignis, auch für Lebewesen in der Wassersäule im Zusammenhang mit diesem Ereignis. Dann würde mich interessieren, also 66 Millionen Jahre ist ja schon sehr weit zurück. Haben Sie einen Bohrkern, der einen Rekord hält bei Ihnen, weil er extrem weit zurückguckt, noch weiter als 66 Millionen Jahre? Ja, wir haben die ältesten Bohrkerne, die wir hier im Kernlager haben, gehen bis zu 120 Millionen Jahre zurück in der Zeit. Also sehr viel weiter in die frühe Kreide. Und das ist also noch sehr viel älter als diesen, den ich hier in der Hand halte. Und jetzt geben Sie uns mal eine Idee. Wenn eine Wissenschaftlerin oder ein Wissenschaftler sagt, oh, heute gehe ich ins Marum und leihe mir den einen oder anderen Bohrkern aus, da will ich mal abends drin lesen, dann hat er eine Ausleihkarte, kommt zu Ihnen, bringt eine Jacke mit und leiht sich die Bohrkerne aus. Läuft das so? Ja, Bohrkerne kann man nicht ausleihen, aber Wissenschaftler können einen Antrag stellen, Material zu untersuchen, Bohrkerne anzuschauen und Wissenschaftler können herkommen oder Material beantragen, dass das ihnen zugeschickt wird. Dann wird dieser Antrag bearbeitet und dann nach Bewilligung wird das Material dann auch entnommen und zugeschickt. Aber wir haben viele Wissenschaftlergruppen und Individuen, die auch herkommen und dann die Kerne anschauen und beproben. Und wenn man bei dem Antrag ein bisschen Schokolade mitschickt, dann ist die Chance höher, dass man vorbeikommen darf. Ja. Das ist nicht davon abhängig, in keinster Weise. Wenn man genau hinguckt, sieht man, dass Sie Bohrkernhälften haben, die in schwarzen Boxen sind. Und weiter oben im Regal sehe ich auch rötlich schimmernde. Was hat es damit auf sich? Warum sind die einen rot und die anderen schwarz? Ein Bohrkernzylinder an Bord wird in zwei Hälften der Länge nachgeteilt. Und die mit den roten Kappen, die sind in den Plastikhülsen, das sind die Archivhälften. Die werden wir zunächst überhaupt nicht beproben, die werden aufbewahrt. Im Laufe der Zeit, der Jahre, können immer noch neue Analysenmethoden gefunden werden. Wir machen hier auch ganz speziell viele zerstörungsfreie Scanmethoden an den Oberflächen von diesen Archivhälften. Und die Hälften mit den schwarzen Kappen, das sind unsere sogenannten Beprobungs- oder Arbeitshälften. Deshalb sind die auch weiter unten, für uns alle leichter zu erreichen. An denen werden diese Proben genommen, die dann weiter bearbeitet werden, teilweise in Laboren hier, aber auch in Heimatlaboren von den jeweiligen Wissenschaftlern. Frau Rühl, das heißt, Sie haben Arbeitsproben und Archivhälften. Die Archivhälften werden erstmal aufgehoben. Vielleicht gibt es ja noch bessere Methoden in der Zukunft. Aber haben Sie nicht gerade gesagt, dass der zweite Liebling, den Sie da rausgezogen haben, aus einer schwarzen Box eine Archivhälfte ist? Der hätte ja dann oben sein müssen. Das Bild sollte hier nicht ruiniert werden. Ja. Sie haben den also vorher runtergeholt. Also Sie können da auch hochklettern oder wie kommen Sie da hoch, wenn Sie eine Archivhälfte holen? Ja, wir haben verschiedene Leitersysteme und Scherenlifte und so weiter, um auch ganz oben an die 5,5 Meter hohen Regale zu kommen. Das heißt, in Ihrem Job muss man nicht nur was von Bohrkernen verstehen, man muss auch schwindelfrei sein können und man muss auch den ganzen Tag über 4 Grad aushalten, also eine gute Jacke ganz besitzen. Den ganzen Tag nicht. Man muss vor allen Dingen auch seefest sein, um auf Expeditionen auch alle möglichen Zustände von Seegang mitzuerleben und auszuhalten. Also passen Sie nicht die ganze Zeit auf den Kühlschrank auf, sondern Sie bringen auch neues Material, was Sie dann selber lagern können. Ja, nicht nur selber lagern, sondern auch wissenschaftlich bearbeite. Ich verstehe. Frau Rühl, ich würde mich sehr freuen, wenn wir das nächste Mal Sie hier auf der Bühne haben. Dann tun wir jemand anderen in die Eiskammer. Vielen Dank für die tollen Lieblinge und einen herzlichen Gruß aus Bonn. Ja, grüße. Kennt man sich? Jana kennt sie? Ja? Und die ist immer so nett, ja? Die ist super nett, ja. Also da haben wir ja eine gute ausgesucht, muss ich wirklich sagen.
Nun, wir sind aber mit dir noch nicht ganz fertig, Jana. Ich möchte von dir noch wissen, auf dem Schiff, und das hat ja Frau Dr. Rühl auch eben gerade angedeutet, das ist wahrscheinlich ein eigenes Leben. Wie lange dauert so eine Forschungsreise? Das ist ganz unterschiedlich. Also von einer Woche bis zu 2 Monaten, das ist, glaube ich, so das Längste, was mir jetzt so bekannt ist. Ja. Das reicht aber dann auch wirklich. Also. Und wie lange warst du? Du warst mit dem Forschungsschiff Joy das Jahr im Südatlantik. Wie lange warst du auf dem Schiff? Wir waren 2 Monate da. 2 Monate? Ja, genau. Und was sagen dann deine Lieben zu Hause? So, du musst dann quasi... Ja. Tschüss. Ja, genau. Also... Ja. Wer gießt die Blumen? Also das muss man einfach mitmachen. Ja, wenn man Geowissenschaftlerin ist, dann ist es klar, ich bin nochmal 2 Monate weg. Es gibt, glaube ich, auch Leute, die sagen, Feldarbeit ist jetzt nicht. Ich beantrage zum Beispiel so Kernmaterial, was schon da ist im Marum, aber ich gehöre nicht dazu. Also du willst lieber neue Proben mit nach Hause bringen. Genau. Ich verstehe. Okay, warst du seekrank? Ja. Die ganze Fahrt über? Nein, nein. Also, aber die ersten 2 Tage sind für mich immer ziemlich schlimm, auf jeden Fall. Aber dann ist gut. Ich weiß nicht, Jan hat mir vorher erzählt, dass der wichtigste Gegenstand für Sie an Bord eine Plastikblume? Eine Plastiktüte in den ersten 2 Tagen, ja. Aber dann eine Uhr war, eine Armbanduhr. Warum das denn? Genau. Hast du sie dabei eigentlich? Ja, ich habe die dabei. Ich zeig dir dann, Peter kann sie sich angucken. Das, die müssen sie sich wirklich anschauen. Das ist eine großartige Uhr. Ich halte sie mal ins Licht. Peter, geht das so? Also die war so wichtig, weil ich trage keine Armbanduhr. Man hat ja irgendwie inzwischen immer sein Handy dabei, aber auf dem Schiff hat man kein Handyempfang. Und wenn man schon 11 Stunden Schicht hinter sich hat, dann ist das schon ziemlich wichtig, immer mal auf die Uhr zu gucken, wann es endlich vorbei ist. Da gab es da überall Computer, aber dann war da irgendwie Texas-Zeit eingestellt oder lokale Zeit. Und ich bin aus den Computer-Uhrzeiten nicht schlau geworden und dann war die auf jeden Fall meine Rettung. Und die hattest du mit an Bord? Also das ist ja ein besonderer Geschmack, den du hast. Ja, das ist halt so eine richtige, günstige Uhr gewesen, die ich mir in Mauritius noch gekauft hat für $2 oder sowas im Supermarkt. Ist 2-mal stehen geblieben, aber durch Antippen habe ich sie wieder zum Laufen gebracht und sie geht immer noch tatsächlich. Okay. Jana, vielen, vielen Dank. Wer immer von Ihnen, von euch eine Armbanduhr hat, das ist der erste Schritt, um Geowissenschaftlerin zu werden. Also, vielleicht ist der schon gemacht. Wir gucken aber noch, es gibt auch zwischen der vielen Arbeit, 12-Stunden-Schichten haben wir gehört, ein paar schöne Elemente an Bord. Und davon hast du uns auch Bilder mitgebracht. Ich glaube, den ersten Kuchen hat man schon gesehen vorhin. Lutz, wenn du uns dann auch zeigst, dass die Wissenschaftler auch zwischendurch mal 10 Minuten Spaß hatten. Nee? Sonst müssen es. Also ich meine, in Erinnerung zu haben, dass dann auch, wenn jemand Geburtstag hat, wird das nicht vergessen. Genau, also wir haben Kuchen, jeder hat einen Kuchen bekommen, der Geburtstag hatte. Wir haben du dann auch, hattest du auch Geburtstag? Nee, ich hatte nicht Geburtstag. Kein Kuchen. Genau, das sieht man dann da, jeder mit seinem persönlichen Kuchen und dann hat man ein bisschen länger Pause gehabt und hat dann mit allen zusammen gegessen und ein Liedchen gesungen. Oder finden sich dann da auch so Liebespaare? So von... Normalerweise ja, aber tatsächlich auf dieser Expedition war das alles relativ freundschaftlich, sage ich mal. Okay. The Love Boat, ne? Aber man spricht auch über nichts, was auf dem Schiff passiert. Ach so. Genau, oder man macht halt blöde Sachen, weil man möchte ja jemandem was schenken und schenkt dann zum Beispiel, auf dem letzten Bild hat man gesehen, einen Tag im Schwimmbad sozusagen. Dann haben wir uns alle da irgendwelche Bikinis aufgeklebt. Chinesisch Neujahr haben wir gefeiert. Wir hatten auch ein paar Leute aus China mit dabei. Haben sich dann Leute als Drachen verkleidet. Barbecue gab's. Und einen Tag hat die Küche Sushi gemacht. Also richtig groß. Also dieser Drache, dieser hellgelbe Drache, das ist aus Butter geschnitzt. Und diese ganzen Röschen, die man da sieht, das ist alles Gemüseschnitzereien. Das hat die Küche da gemacht, weil Essen ist das Wichtigste an Bord. Und die haben sich immer Mühe gegeben, uns bei Laune zu halten mit dem Essen. Das ist aber kein Spaß, das ist eine Notfallübung? Genau, das mussten wir einmal machen, also diesen Überlebensanzug. Und dann einmal in der Woche haben wir so ein Drill gehabt, wo wir zum Rettungsboot sind. Und für die Leute, die ihre Haustiere vermissen, also wir hatten keine Partnerwand, aber wir hatten eine Haustierwand, wo jeder ein Foto von seinem Haustier aufhängen konnte. Dann hat man das immer gesehen beim Vorbeigehen. Da war ein Elmo. Wer hat denn ein Elmo als Haustier? Mach nochmal zurück, Lutz. Da war ein roter Elmo von der Sesamstraße, habe ich eben gesehen. Ja. Ja? Wer hat denn ein Elmo als Haustier? Rechts oben. Ah, da liegt noch eine Katze drauf. Ja. Genau. Okay, gut. Nun,
Ja, wir haben ja erzählt, das ist eine anstrengende Arbeit und sowas. Wir wollten auch noch so 1-2 Bilder zeigen, dass der ein oder andere denkt, so schlimm ist es nicht. Und dass sich auch morgen jemand beschweren kann, dass die Steuergelder verschwendet werden für geschnitztes Gemüse an Bord vom Loveboat. Da haben sie jetzt auch Material. Aber also, wenn ich es richtig verstehe, ist das harte Arbeit, aber ein paar schöne Momente gibt es in so 2 Monaten auch. Ja. Sodass man als Geowissenschaftler eigentlich schon gerne auf eine Forschungsreise geht. Ja, allerdings muss ich tatsächlich sagen, so eine in der Art, da brauche ich 2 Jahre Pause, bevor ich das nochmal mache. Oje. Also, bevor Sie sich jetzt schnell entscheiden und anheuern wollen an Bord oder als blinder Passagier mitfahren, reden Sie mit Jana. Jana, vielen Dank, dass du heute hier warst. Das war großartig. Dankeschön. Ich habe Ihnen ja noch versprochen, dass wir heute an einen Punkt kommen der Erde, wo das Land, also das nächste Landlebewesen, so weit wie möglich nur entfernt ist. Und das jetzt genau ist der Zeitpunkt. Wir brauchen einen Reiseleiter dafür. Und das ist Dr. Jens Kallenmeier aus Potsdam. Er ist Geomikrobiologe am Geoforschungszentrum Potsdam. Herzlich willkommen. Also, wir haben das ja eben schon gesehen, das war wirklich in the middle of nowhere. Ja, das ist der landfernste Punkt der Erde. Point Nemo ist knapp 4000 Kilometer vom nächsten trockenen Land entfernt. Wenn man an Land was vergessen hat, doof. Sehr doof. Als wir auf dem Weg dahin waren, kam irgendwann auch eine freundliche E-Mail vom Kapitän an alle. Ab jetzt sind wir außerhalb der Reichweite eines Rettungshelikopters. Oh, das macht Mut. Also die JOIDES, also das Bohrschiff, hat eine sehr gute Krankenabteilung. Die haben auch einen kleinen OP. Die haben auch einen Arzt dabei, der hoffentlich einiges kann. Ich habe ihn nicht in Anspruch genommen. Aber wie gesagt, man weiß halt da draußen, man ist auf sich alleine gestellt. Ich war letzte Woche in Bremerhaven. Da liegt ein deutsches Forschungsschiff, was oft in den Polarmeeren ist. Das heißt Polarstern. Und da hat mir ein Wachoffizier erzählt, er musste bei einer Blinddarmoperation mal helfen. Also sowas kann theoretisch passieren. Zahnziehen ist zum Beispiel nichts Seltenes, ne? Ja. Gab es was Schlimmes bei eurer Reise? Was irgendwas? Kindsgeburt? Oder? Nein. Also Schwangere werden nicht an Bord gelassen? Schwangere werden nicht an Bord gelassen. Gut. Das ist ja schon mal eine schöne Voraussetzung, dass man keine Taufpaten braucht. Also, aber was ich mich gefragt habe, ist, warum genau an diesem Ort? Ich meine, wir sind am Ende von irgendwo. Warum sagt ein Forscher wie du, ich möchte dort ins Wasser und dann in den Meeresboden bohren? Wir wollen halt die Erde als Ganzes verstehen. Und da ist es halt auch wichtig, in die Gebiete zu gehen, die halt möglichst weit weg von allem sind. Deshalb sind wir in den südpazifischen Wirbel gegangen. Das ist halt das nährstoffärmste Gebiet der Erde. Nirgendwo gibt es klareres Wasser, gibt es weniger Leben im Wasser. Und wir wollten halt endlich mal verstehen, wie passt sich Leben an auf so extreme Nährstoffarmut. Wir müssen uns das so vorstellen, wenn wir die Erde verstehen würden als Aliens und wir schicken 5 Proben auf die Erde, 5 Sonden, die jeweils ein Foto machen. Und die Sonden bringen uns ein Foto von, wie du meintest, die Bonner Innenstadt. Ganz wichtig. Tokio. Ja. Times Square. Ist dieselbe Liga. Karstadt am letzten verkaufsoffenen Samstag vor Weihnachten und vielleicht noch Kölner Karneval. Nichts von Köln. Wenn wir Bonn schon haben, brauchen wir Köln nicht. Ja? Tropischer Regenwald. Ja. Okay. Und das würde ein Bild, dass die Erde doch recht belebt und recht voll ist. Und dann nehmen wir 5 andere Proben und schicken die in die Wüste Gobi, in die Atacama-Wüste, in die Tundra, ins Hochgebirge und vielleicht in die Antarktis. Und wir hätten ein ganz anderes Bild. Das heißt, euch hat interessiert, ein Gebiet zu erforschen, das extrem lebensfeindlich ist. Warum ist dieses Gebiet so lebensarm oder lebensfeindlich? Es ist so weit weg von den Kontinenten, dass nichts von den Kontinenten eingeschwemmt wird. Also kein Schlamm, Kein Schlamm, überhaupt nichts. Keine Nährstoffe? Es kommt auch kaum noch über Lufttransport, also so unter äolischer Transport. Wir haben auch kaum noch Stäube, die dort ankommen. Weil selbst Stäube, die jetzt aus der Sahara, die wir teilweise hier noch in Europa finden, also auch die kommen dort nicht mehr an. Mhm. Deshalb haben wir dort auch extrem geringe Sedimentationsraten. Normalerweise sedimentiert ja permanent etwas von der Wassersäule ab und setzt sich auf den Meeresboden ab. Und die Sedimentationsraten, die Akkumulationsraten sind viel, viel geringer, als wir zum Beispiel hier im Lake Van haben. Das muss man jetzt einmal ins Deutsche übersetzen. Sedimentationsraten heißt, weil da so wenig ist, kann sich auch unten wenig absetzen. Ja. Wenn ich in die Tiefe bohre, komme ich also
also mit 1-2 Metern schon viel, viel tiefer in die Erdgeschichte, weil sich da in den letzten Jahrtausenden nicht viel, viel abgesetzt hat, als wenn ich das jetzt im Wansee mache. Ja. Was heißt das, wenn ich 1 Meter oder 2 tief bohre im südlichen Pazifik? Wie tief in die Erdgeschichte dringe ich ein? Also wir haben in dem nährstoffärmsten zentralen Bereich des Wirbels eine Sedimentationsrate von ungefähr 1 Meter pro 10 Millionen Jahre. Moment, ich bohre 1 Meter und habe 10 Millionen Jahre Erdgeschichte. Die kontinuierlich. Wie tief habt ihr gebohrt? Wir haben im zentralen Teil ungefähr 20 Meter bis 30 Meter nur bohren können, weil wir dann bereits im Basalt waren. Dort ist über die gesamte Geschichte des Meeres nicht mehr Sediment abgelagert worden. In den Randbereichen haben wir etwas höhere Sedimentationsraten. Da sind wir bis zu knapp 200 Meter tief ins Sediment hineingekommen und haben dabei ungefähr 180 Millionen Jahre erbohrt. Das sind mit die ältesten marinen Proben, die wir haben, weltweit. Und was habt ihr rausgefunden? Dort lebt etwas, ja. Aber also meine Spezialität ist die Quantifizierung, also die Bestimmung von Biomasse, von lebender Biomasse im Sediment. Ich wollte halt wissen, wie viele Mikroben können unter solcher extremer Nährstoffarmut überhaupt noch leben? Das heißt, also es geht nicht um große Tiere, so wie wir sie uns vorstellen, sondern es geht so um Einzeller, die da unten in dem Meeresboden mehrere hundert Meter unter Grund leben. Ja. Aber wie leben die da? Ist in der Lufträume oder was ist denn da? Wir haben ja Porenraum. Selbst in diesem Kern hier, der sehr, sehr feinkörnig ist, die einzelnen Sedimentkörner, ja, füllen den Kern ja nicht völlig aus, auch wenn also es für uns so aussieht. Es sind so kleine Kammern drin. Es sind mikroskopische Hohlräume und die sind alle miteinander verknüpft. Und da leben diese Einzeller? Und da leben diese Mikroorganismen drin. Und das gilt auch für das Gebiet, wo ihr geforscht habt? Ja, nur halt sehr, sehr wenig. Während wir in einem Lake Wahnsediment, ich war mit Thomas Litt zusammen damals am Wahnsee dabei, also wir haben sogar vielleicht nicht an diesem speziellen Kern, aber an diesem Kern haben wir das auch bestimmt. Im Wahnsee haben wir ungefähr 10 Millionen Mikroben pro Kubikzentimeter Sediment. Das klingt viel. Das ist schon relativ viel. Im Südpazifik haben wir vielleicht noch 1000 oder vielleicht 10.000 Mikroorganismen pro Kubikzentimeter. Also verschwindend gering. Extrem wenig. Und die Frage, die wir uns stellen, ist, selbst wir konnten an Bord mit den Instrumenten, die wir dort hatten, nicht feststellen, dass überhaupt noch organisches Material in diesem Sediment vorhanden ist. Es war für uns blank. Wir haben also Proben, die wir vorher bei 600 Grad ausgeglüht hatten, wo wir wissen, da ist garantiert kein Kohlenstoff drin. Wir haben die gleichen Werte gekriegt wie mit unseren Proben, die wir nicht ausgeglüht haben, die wir frisch genommen hatten. Erst an Land mit wesentlich empfindlicheren Methoden konnten wir überhaupt Kohlenstoffgehalt in diesem Sediment nachweisen. Und die Frage ist halt, wie können selbst so wenig Organismen mit so wenig Kohlenstoff überleben? Was für Anpassungsstrategien haben Sie? Und was haben die für Anpassungsstrategien, dass Sie da leben können, wo es eigentlich kaum Leben geben kann? Wie gesagt, erstmal, Sie haben Ihre Population reduziert. Wenige. Weniger Mäuler, die man stopfen muss. Mhm. Und Sie haben, was uns auch sehr überrascht hat, ist, während wir normalerweise in marinen Sedimenten davon ausgehen, dass der Sauerstoff innerhalb der obersten Millimeter bis Zentimeter verbraucht sind, haben wir dort Sauerstoff durch das gesamte Sediment. Weil wir so wenig Lebensformen haben, die den verbrauchen. Ja, es wird einfach nicht verbraucht. Dazu kommt etwas anderes, was wir normalerweise nicht messen können, weil es so gering ist, dass es von allen anderen Prozessen überdeckt wird. Und das ist Leben über Radioaktivität. Und zwar in jedem Sediment, auch in diesem zum Beispiel, auch wenn Sie rausgehen und sich Gartenerde nehmen, sind ganz geringe Mengen an Radioaktivität in diesem Sediment vorhanden, auf natürliche Weise. Bald noch viel mehr, wenn wir diese 1 Million Atomkraftwerke bauen. Da, je nachdem, wie gut die dann geserviced werden, aber da lassen wir es nicht drüber aus. Radioaktivität kann man messen dort in diesen. Wir können dann messen, da ist etwas Uran, etwas Thorium, etwas Kalium-40 drin und das zerfällt über die Zeit. Und beim Zerfall, das sind Alpha-Zerfälle, wenn das auf ein Wassermolekül trifft, spaltet es ein Wassermolekül in Wasserstoff und Sauerstoff. Und diesen Wasserstoff, den können die Organismen dann benutzen als Energiequelle. Also könnte man unterm Strich sagen, wie faszinierend ist unsere Natur, die es schafft, unter den schlimmsten Bedingungen selbst Wasserstoff, der durch Zerfall von Radioaktivitätsprozessen entsteht, als Nahrung zu akzeptieren. Wir können sie nicht aushungern. Also Leben kann man nicht kaputt machen, zumindest was Einzeller angeht. Man kriegt die schon kaputt, mit Hitze, mit ganz viel Radioaktivität kann man auch die meisten tot kriegen. Aber wir können sie nicht aushungern.
Was die Anpassung angeht, wenn man ihnen genügend Zeit gibt, passen sie sich an praktisch alle Lebensbedingungen an. Bei Temperatur sind irgendwann Grenzen. Lass uns noch mal auf ein paar Bilder gucken, die du mitgebracht hast. Denn ich könnte mir vorstellen, das ist ein besonderer Ort, da kommt man sonst nicht hin. Da fährt auch kein Kreuzfahrtschiff vorbei, da gibt es ja nicht viel in der Nähe. Wie sieht es im Südpazifik aus? Blau. Ja? Blau. Oh ja. Das ist nicht gefotoshoppt. Das ist das klarste Wasser der Welt, das man dort hat. Und es ist wirklich phänomenal. Man guckt da mittags raus und sieht dieses unglaublich blaue Wasser. Und man will einfach nur reinspringen. Wassertemperatur ist 20 Grad. Nicht reinspringen. Baden ist sowieso verboten. Aber die Jungs überzeugen einen dann, dass man auch das besser nicht tun sollte. Denn wir liegen, wenn wir bohren, auf einer Station für bis zu 10 Tage. Und natürlich gibt es dort etwas Leben. Und zwar insbesondere gibt es Hochsee-Weißspitzenhaie, die auch gerne Schiffen folgen und hoffen, dass irgendwas über Bord geht. Und wir hatten also bis zu 9 Weißspitzen-Hochseehaie hinter unserem Schiff. Und da wir in internationalen Gewässern arbeiten, ist es erlaubt, organischen Abfall, sprich Speisereste, über Bord zu werfen. Und das wurde jeden Mittag um 1 gemacht, 12:30 oder 1. Und da haben sich schon immer alle an Deck gesammelt und gewartet, bis die Haie kamen. Und dann hatten wir jeden Mittag unsere Haifütterung. Die sind ungefähr 3 Meter lang. Also der Koch hatte dann einen Tag mal, habe ich leider keine Videos von, Rippchen gehabt. Die hatten Gefrierbrand gekriegt, die konnte er nicht mehr servieren. Dann haben wir die mit Rippchen gefüttert. Und so ein gesamtes Rack-Rippchen geht in so ein Hai rein, ohne anzuecken. Also man kann da schlecht irgendwas reinhalten als Größenvergleich. Das ist problematisch. Aber Jens, aber das sieht mir mehr aus wie Gemüse, was das da ist. Ja, die haben alles gefressen. Was, das sind auch Vegetarier drunter, oder was? Alles fressen. Ananas fanden die gut. Kennt die auch sonst nicht. 4000 Kilometer weg vom nächsten. Ja, die nehmen alles. Ne? Anpassungsfähig. Mhm. Das bringt uns zu der nächsten Zuschauer-Quizfrage. Was denkt ihr, wie lange gibt es schon Haie auf der Erde? Also nicht auf der Erde, sondern im Wasser, aber Erde als Planet. Ja, ja, wenn ich so dumme, ne? Aber egal. Antwort A wäre 30 Millionen Jahre. Also ihr dürft auch auf 30 Jahre klatschen. Oder sind es 160 Millionen Jahre oder sind es 400 Millionen Jahre? Das holen wir gleich, ja. So, also jetzt wieder Besprechungsrunde, bevor wir die Abfrage mitmachen mit Applaus. Wer glaubt, es sind 30 Millionen Jahre, der applaudiert bitte jetzt. Wer glaubt, es müssen 160 Millionen Jahre sein? Und wer ist sich sicher, es sind 400 Millionen Jahre? Ich hab jemanden gesehen. Du musst uns aber vorher sagen, Jens, was die richtige Antwort ist. 400 Millionen Jahre. Ja. Und wir haben hier einen Haifischzahn. Peter, zeig den mal. Dieser Haifischzahn ist ein bisschen jünger, 15 Millionen Jahre, ist ein Niederländer. Da war gerade Wasser in dieser Gegend und er ist versteinert. Und ich habe mir jemanden gemerkt, der weiter hinten bei der Antwort 400 Millionen Jahre gibt es schon Haie in unseren Meeren richtig geklatscht hat. Und es war, jetzt sehe ich sie nicht mehr. Was, Sie waren das? Nee, das war... Da ist der Herr. Entschuldigung, Sie haben wahrscheinlich auch richtig geklatscht. Sie haben richtig geklatscht. Herzlichen Glückwunsch. So, einen Applaus für den Kandidat, der richtig geklatscht hat. So, das tut mir leid, da hat mir jemand einen Tipp gegeben, gib mir mal das Mikrofon, dass eine andere Dame auch das richtige Ergebnis hatte und ich sie nicht gesehen habe und an diesen Herren bevorzugt habe, was mir sehr leid tut. Sonst habe ich einen Blick für Damen. Wer war das nochmal? Hier. Sie kriegen als Trostpreis Bonner Rheinkieselsteine. Die sind aus Schokolade und wenige Millionen Jahre alt. Also noch genießbar. Bitte schön für Sie. So, Jens. Ja, oh ja, danke schön. Lass uns noch 1-2 Bilder angucken, die du uns mitgebracht hast. Und, gut, dass du dran denkst. Und als allerletztes, das ist nochmal das Bohrgestänge, was wir hinten sehen. Das ist der ganze Bohrturm, also der ist knapp 100 Meter hoch. Da seilt sich dann ein Techniker, da hatten wir ein paar technische Probleme, der musste dann abgeseilt werden, weil er da an einigen Details mitten im Gestänge was ändern musste.
Und das ist jetzt der Moonpool. Vielleicht können wir mal anhalten. Das Schiff hat in der Mitte ein Loch. Es geht ganz durch den Rumpf durch, weil das Bohrgestänge muss genau in der Mitte des Schiffs stehen, einfach aus Gewichtsgründen. Und da ist dieser Moonpool eingeschweißt, wo das Bohrgestänge durchgeht. Der geht halt durch alle Decks durch und man hat natürlich an manchen Stellen Ausguck oder man kann auch rausgehen und dann runtergucken. Und wenn halt gerade die Sonne oben steht, dann scheint die Sonne halt rechts und links am Schiff runter und man guckt, das ist relativ dunkel da in dem Moonpool, man guckt halt runter und guckt in diese riesige blaue Lagune rein. Man will eigentlich noch viel mehr reinspringen. Aber da darf man auf keinen Fall drin schwimmen. Nee, und da gehen auch Gerätschaften mit Dutzenden von Tonnen an Gewicht vorbei. Also okay. So sieht dann so ein Kernschuh aus, wenn er unten etwas härter aufgesetzt hat. Man sieht auf also, Basalt zum Beispiel? Auf Basalt, der ist noch ein bisschen vorher, also das schaffen wir schon vorher. Und dann muss man den auswechseln? Ja. Ja, und dann ist der irgendwann kaputt, dann wird er ausgewechselt. Dem ist jetzt nicht schlecht. Der guckt nach den Haien. Nein, der guckt auch nicht nach den Haien. Und zwar war es so, wir wollten die Standardmessung bis heute für die Sichtweite in Wasser ist noch die Secchi-Tiefe. Das ist eine schwarz-weiße Scheibe, die ist nochmal so ungefähr groß wie ein Pizzateller. Die lässt man runter, da sehen wir eine. Die lässt man runter und guckt nach, an welcher Tiefe man sie gerade nicht mehr sehen kann. Dann lässt man sie noch ein bisschen tiefer und zieht sie wieder hoch und misst also auf dem Weg nach unten und auf dem Weg nach oben, nimmt man den Mittelwert. Nur da haben wir das Problem gehabt, das Ding ist so tief runtergegangen, dass wir irgendwann die Scheibe außer Sicht verloren hatten, weil sie einfach zu klein war. Und dann haben wir die Werkstatt gebeten, baut uns mal bitte eine große Secchi-Scheibe. Und da haben sie uns eine 1,5 Meter Secchi-Scheibe gebaut. Wir haben also eine super Werkstatt an Bord. Und damit man die dann vernünftig sehen konnte, weil die musste mit einem Kran über Bord gelassen werden, das heißt, man konnte nur schräg reingucken, sind wir dann oben aufs Helideck gegangen. Das ragt nämlich übers Schiff raus und von da konnten wir dann wunderschön senkrecht nach unten gucken. Wie tief? 160 Meter. Ui. Nun, ein letztes Exponat hast du uns mitgebracht in diesem Kaffeebecher. Was hat es damit auf sich, Peter? Wir brauchen dich, damit die Leute das gut sehen können. Also das ist ein normaler Kaffeebecher, ich halte ihn dir. Also es ist so, bevor man eine Ausfahrt mit dem Bohrschiff machen darf, muss man die Gegend vorher abgefahren haben und an den Stellen kurze Kerne gezogen haben, um zu zeigen, dass es auch nötig ist, tiefer zu gehen mit einem Bohrschiff. Weil ein normales Forschungsschiff ist wesentlich preiswerter. So ein Bohrschiff kostet ungefähr 150.000 bis 250.000 Dollar am Tag. Normales Forschungsschiff 20.000 bis 50.000 Dollar. Also es ist schon ein Riesenunterschied. Und wir haben also mit einem Gerät ähnlich wie diesem Gerät da gearbeitet. Und da gibt es immer so eine Tradition. Auf amerikanischen Schiffen hat man dann diese Kaffeebecher, da dann umweltfreundlich natürlich aus Styropor. Der ist jetzt ein Deutscher, der ist aus Pappe. Aber dass man sich so einen Becher nimmt und bemalt und dann werden alle in einen Beutel gesteckt oder in ein Netz, ans Kerngerät gebunden und mit runtergelassen. Und wir haben dort in ungefähr 5.500 Meter Tiefe gearbeitet. Jetzt kannst du mir kurz... Ja, ich halte das Mikro. Das heißt, da unten herrscht ein enormer Druck. Ja, also 550 Bar Druck und so ein Becher geht runter und sowas kommt wieder hoch. Also der ist nicht in der Waschmaschine geschrumpft, sondern nur durch Wasserdruck. Das ist nur Wasserdruck. Das sind 550 Bar Wasserdruck auf einen Kaffeebecher. Jens, das ist sehr eindrucksvoll. Vielen Dank, dass du hier warst. Großen Applaus für Jens. Dankeschön. Diese einsame Bohrmaschine sucht ein neues Zuhause. Und ich suche ein neues Team. Und jetzt, weil die ganzen Kinder so viel Preise bekommen heute und es später wird und sie weiter schlafen sollen, nehmen wir zwei Erwachsene gegen zwei Erwachsene. Ja, wir machen so eine richtig harte Runde mit harten Bandagen. Der Papa hat doch schon, den schickt er jetzt nicht nochmal hoch. Wieso braucht ihr denn zwei Bohrmaschinen zu Hause, Anna? Weil ihr zwei Familien seid. Ja. Aber das ist ja ein schöner Grund, wenn man einer mal die Bohrmaschine braucht, zum anderen zu gehen und zu sagen, kann ich mir die leihen? Und dann sieht man sich und dann könnt ihr wieder miteinander spielen. So, ich brauche jetzt zwei Erwachsene. Meldet euch mal. Die junge Dame, die Tochter neben ihnen hat auf sie gezeigt. Sie schütteln den Kopf. Na gut, den ersten lasse ich. Der Jan hat ja eigentlich versprochen, dass er noch mitmacht heute. Ne? Du bist mein Joker, Jan. Christina, du müsstest dann eigentlich mitkommen, weil ich brauche ja zwei Erwachsene. Also, wer hat Lust? Ja, Sie brauchen eine Bohrmaschine. Kommen Sie mal raus und nehmen Sie einen Erwachsenen mit. Haben Sie jemanden neben sich? Nein? Die gehören doch zu Ihnen oder lernen Sie die gerade kennen? Nehmen Sie mit. Sehr gut. Und wer stellt sich dem gefährlich dreinblickenden Duo, was sich da gerade den Weg bahnt? Wer hat Lust auf eine Bohrmaschine? Nein? Ich brauche einen Erwachsenen, habe ich jetzt gesagt. Das wird richtig schwer. Ja?
Ich gehe rekrutieren. Sie, ja, Sie haben sich getraut? Sehr gut. Kommen Sie hoch, nehmen Sie jemanden mit. Wen nehmen Sie mit? Ja, aufstehen, aufstehen. Ja, ja, genau. Ja, die Dame in Rot auch mitnehmen. Sehr gut. Schwarz und Rot als Gegenpart. Wie heißen Sie? Simon. Simon, kommen Sie mal rüber. Und das ist? Edith. Edith und Simon. Sie kannten sich bisher noch nicht, ja? Doch? Doch. Mutti? Nein, der Freund meiner Tochter. Der Freund der Tochter. Schwiegermutti in Spee. Und Simon kann dann all die Arbeiten im Haushalt der Eltern der Freundin demnächst erledigen. Guter Deal, Simon. Okay, und hier haben wir? Aria Yourself. Hallo Aria, und wen hast du uns mitgebracht? Vivian. Und ihr kennt euch? Nein, wir haben uns kennengelernt. Eben gerade? Eben gerade. Ein frisches Team. Aria und, wie war das nochmal? Vivian. Aria und Vivian. Okay, Team 1, Team 2. Ihr kennt das Spiel, wir gucken uns was an und schreit rein. Ja, ihr könnt so viel schreien, wie ihr wollt. Hund, Katze, Maus, wie bei den Montagsmalern, okay? Erstes Bild, Lutz, bitte zeig uns, was könnte es sein? Hm? Oh, das ist schwer, ja. Schreien? Kreativ sein? Bohrkern? Nein. Lutz, gib uns mal eine Hilfe, das sieht ja aus wie eine golden eingefärbte Schallplatte, da kann man gar nicht drauf kommen. Scheibe? Oh. Nee, ja, Scheibe. Dünnschliff. Bitte? Linse. Linse. Kompass. Linse. Ein Kompass. Simon sagt Kompass und Kompass ist richtig. Einen großen Applaus für den Schwiegersohn in Spee. War schwer. Aber, Ariane, ihr habt noch eine Chance, Vivian. Strengt euch an. Nächstes Bild. Lutz, zeig uns, was wir noch im Petto haben. Und ihr ruft rein. Wenn ihr falsch ruft, ist überhaupt gar kein Problem. Ihr könnt. Was könnte das sein? Blatt Papier ist es nicht. Rufen. Ihr nicht da vorne. Steuerding. Ein Steuerdings, nein. Nein, kein Steuer, nein. Nächstes Bild, Lutz, das ist viel zu schwierig. Oh, Simon sagt ein Bohrer. Wieso kennst du dich denn mit Bohrern aus? Ich arbeite im OP. Ah. Jetzt, Simon, musst du uns sagen, in welchem OP? In Düsseldorf. In Düsseldorf. Wann immer Sie in Düsseldorf ins Krankenhaus kommen, in den OP. Das Team Edith und Simon haben gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. So. Nee, ihr bleibt jetzt hier. Es tut mir so leid, weißt, da sind so zwei junge Damen, kennen sich nicht, ja, und sagen, komm, das machen wir. Wir kämpfen da heute gegen dieses unschlagbare Paar von Edith und Simon. Und jetzt habe ich noch eine Bohrmaschine. Das Problem ist, es sind ja zwei, die sich nicht kennen. Die haben nicht einen gemeinsamen Haushalt. Die müssen sich also jetzt abends, also jeden Abend treffen. An geraden Wochentagen kriegt dann Vivian oder Arjen die Bohrmaschine und an ungeraden dann jeweils andere. Viel Spaß mit dem Aushandeln und, Moment, die andere darf dann noch, nee, dann würdet ihr ja mehr kriegen als die Gewinner. Nee, das bringe ich noch der Edith vorbei, weil die kriegt ja nicht. Also, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Schönen Abend euch. Edith, Expedition Erde, falls der Bohrer dann bei Simon ist oder im OP in Düsseldorf. Okay. So, wer von Ihnen besucht noch eine Veranstaltung heute Abend? Ja? Wann geht denn die los? Um 9, ja? Weil Sie gedacht haben, wir wären pünktlich fertig oder überziehen höchstens eine halbe Stunde. Machen wir auch nicht. Wir überziehen eine Viertelstunde. Ist es in Ordnung für jeden oder hat noch jemand Gäste? Ich könnte Bonner Kieselsteine mitbringen für den Nachtisch und Sie bestechen, dass Sie noch 10 Minuten länger aushalten. Ja, kriegen wir das hin? Dann würde ich Ihnen nämlich gerne noch jemanden vorstellen, den Sie auf jeden Fall sich zu Gemüte führen. Es ist eine tolle Wissenschaftlerin, arbeitet auch in Potsdam, dort aber an der Uni. Hier ist die Geowissenschaftlerin Verena Förster. Herzlich willkommen. Hallo. Verena, bitteschön. Also, wir waren heute schon in der Türkei, wir waren vor der Küste von Südafrika, wir waren im Südpazifik. Wohin fahren wir mit dir? Nach Äthiopien. Warum nach Äthiopien? Äthiopien ist erstens wunderschön und total spannend, aber als Wissenschaftler ist das der Ort,
um herauszufinden, wie Evolution und Klimawandel zusammenhängt. Also wir untersuchen die Klimavariabilität als möglichen Motor für die Evolution des Menschen. Also weil wir Menschen bzw. unsere Vorfahren im Kreissaal der Welt Äthiopien uns entwickelt haben, ist es wichtig herauszufinden, was gab es in bestimmten Jahren der Entwicklung für Temperaturen dort. Ja, also die Temperaturen ist ja nur ein Teil davon. Für Afrika ist eigentlich viel wichtiger, war es feucht oder war es trocken. Also wir haben unfassbare Schwankungen, die wir eben in unseren Bohrkernen, da kommen wir direkt zum Thema, in unseren Bohrkernen finden, die davon zeugen, dass wir tiefe Seen hatten, bis 300 Meter tief und dann eben wieder ganz heftige Trockenperioden. Und ich meine, das ist der Lebensraum, in dem sich wahrscheinlich unsere Vorfahren entwickelt haben. Dann gucken wir mal rein. Du hast uns Bilder mitgebracht. Vielleicht als erstes ein Bild, was uns eine Idee davon gibt, dass die Leute, die behaupten, dass sie Probleme haben mit Menschen, die aus Afrika kommen oder aus anderen Ländern, ja, weil die nicht hierhin gehören, falsch liegen, denn ihre eigenen Vorfahren kommen auch aus Afrika. Das sollte man sich vielleicht vor Augen führen, wenn man im Moment die falschen Parteien wählen will. Nur zum Nachdenken für zu Hause. So, also. Wir sehen unten in dem weißen Kasten kleine Kreise, das sind aber nicht die Kreise, wo ihr gebohrt habt, sondern... Doch, tatsächlich, das sind die Kreise, wo wir gebohrt haben, das sind 5 Sites und das Projekt heißt passenderweise Hominin Sites and Paleo Lakes Drilling Project, das ist ein sehr langer Name, ich habe auch lange geübt, heißt so viel, wir haben an 5 ehemaligen Seeplätzen, die ganz in der Nähe liegen, von eben wichtigen Fundplätzen von Hominiden Fossilien, die eigentlich bezeugen, dass das die Ursprungsregion des Menschen ist, genau, und dort gibt es eben diese Seen. Wir haben ja eben schon gehört, dass die fantastische Klimaarchive sind und man muss da nur tief genug reinbohren, um eben die Klimageschichte aus diesen Klimaarchiven rauszukriegen und zu verstehen, wie sich das Klima dort verändert hat. Gut, wir gucken uns an, wie es dort aussieht und bei dem Stichwort tief reinbohren, wie tief habt ihr gebohrt bei eurer Bohrung? Wir haben jetzt 280 Meter tief gebohrt. Das sind ungefähr 3 Tonnen Sediment, die wir da rausgeholt haben, also ein Duplikatkern. Wir haben 2 Kerne nebeneinander geholt, um die möglichst lückenfrei dann zusammensetzen zu können. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch all die anderen, die 4 anderen Bohrprojekte oder Bohrsites da eben in Ostafrika, also in Äthiopien und Kenia. Das ist genau der Hotspot, wo die Evolution des Menschen stattgefunden hat. Dann Lutz, zeig uns mal ein paar Bilder, dass wir uns vorstellen können, wie es dort an diesem ausgetrockneten See in Äthiopien aussieht. Also quasi der Arbeitsplatz von Verena. Nein? Vielleicht sage ich ganz kurz da noch was zu. Wir haben da gerade einen See gesehen, das war jetzt in Kenia an der Site. Und da sehen wir Vulkane. Und da in dem obersten Bild sieht man so eine Strandlinie. Das ist jetzt in Nordkenia. Und heute sieht man da natürlich keinen See mehr. Aber eben das sind, oder das ist eins von diesen Zeitzeugen oder von diesen Merkmalen, dass wir da tiefe Seen hatten, eben immer wieder in abwechselnden Phasen. Genau, und da sind wir schon da, wo wir jetzt tatsächlich gebohrt haben. Das ist Chaubaha. Ich sage das vermutlich immer noch falsch, das ist in der äthiopischen Sprache und heißt so viel, Chau heißt Salz, ja, also eine Salztonebene und Baha heißt See. Und da sehen wir jetzt, gefunden? Genau, das ist unser Campingplatz ist gut. Wir mussten tatsächlich auch noch mithelfen aufbauen. Also das ist 2 Tagesreisen, teilweise Offroad von Addis Abeba weg. Und wir mussten wirklich komplett, also abgesehen von dem Bohrgerät, bis zu den Zelten, Küche, Löffel, irgendwas zum Waschen und Zähneputzen. Also wir mussten alles komplett dahin bringen. Und das war wirklich von unserem Team und meinen Kollegen eine logistische, absolute Meisterleistung, das hinzukriegen, muss ich sagen. Und dann sagt der Wetterbericht, zieht euch warm an, denn es kommt was auf euch zu. Was ist das? Also warm war es immer. Wir sind nicht so weit weg vom Äquator. Das war nicht der Punkt. Was wir da sehen, sind riesige Staubwalzen, also Staubstürme, die sich aus Kenia hochgerollt haben. Und das ist eine ganz wahnsinnige Stimmung. Also das ist, wenn man in diesem Staubsturm drinsteht, wird es auf einmal ganz dunkel und wie eine Gewitterstimmung eigentlich hier. Und die ganze Luft ist eben voll mit so kleinen Glitzerpartikeln. Man arbeitet dann gerade mal nicht, wartet, bis der vorbei ist. Ja, die hatten wir auch da. Also wir hatten keine Haie, weil es gab keinen See mehr, der ist ausgetrocknet. Stattdessen hatten wir Moskitos, hin und wieder mal eine echt große Spinne, also die in etwa so groß waren wie meine Hand. Da sieht man die Moskitos in das dem Licht. Das sind Moskitos? Das sind Moskitos. Die äthiopischen Moskitos machen mir Angst. Ja, da ist sonst nicht so viel los. Die haben wahrscheinlich nur drauf gewartet, dass frische Wissenschaftler aus Deutschland. Amerikanische Forscher da vorbei
vorbeikommen. Und ich muss sagen, sie waren auch sehr interessiert an uns. Also, aber einer von euch war gut vorbereitet. Der hat ja da so ein Moskitonetz um sich rum. Das sieht nach einem gut geschützten Arbeitsplatz aus. Ja, da ist auch nicht am ersten Tag drauf gekommen. Also wir haben ein bisschen gebraucht. Ne? Wir waren 5 Wochen da und da oben ist meine Kollegin, die hat sich schon einen Mundschutz davor gemacht. Eigentlich nur, damit sie keine Moskitos mit einatmet. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn man Geowissenschaftlerin ist, dann muss man ein bisschen Abenteuergeist mitbringen. Auf jeden Fall. Also ein bisschen Indiana Jones ist immer dabei. aber das ist absolut faszinierend. Das ist einer der spannendsten Orte, an dem ich hier war. Und wir sehen hier die Bohrung und diese Aufregung, wenn der Bohrkern nach oben kommt, das muss man einfach mal miterlebt haben. Also tatsächlich in die Erde bohren zu können, um zu verstehen, wie sich das Klima zu der Zeit verändert hat, als der Mensch da entstanden ist, das ist eine einzigartige Gelegenheit. Wer hat denn da sein Handy nicht ausgemacht? Wer ruft an, Mutti? Sie kriegen eine Versteinerung. 200 Millionen Jahre alt. Nicht, weil Sie positiv aufgefallen wären, aber einfach so als Merk. Könnt ihr das weiter nach hinten durchgeben, Anna? Ja? So. Einmal angucken, sind Ammoniten. Durchgeben bis zum Handy. Das ist jetzt auf jeden Fall bis zum Ende der Veranstaltung aus. Du musst auch gucken, dass es funktioniert, ne? Nicht, dass das da nicht ankommt. Doch, es kommt an. Das sind so ehrliche Leute hier. Ja. Ja. Da freut sich jemand. Und jetzt noch eine SMS schreiben. Weh, das Handy ist nicht aus. Also, hier unten habe ich entdeckt, vielleicht sehen Sie das auch, da sind ein paar junge Männer mit Sturmgewehren. Ja, genau. Also das sieht sehr wild aus, muss ich sagen. Wir hatten auch ein bisschen Schiss, als die sehr entschlossen guckend ankamen. Die und der Kollege da oben links, die gehören zum Stamm der Hammer und die wohnen da, wo wir gebohrt haben. Also 2-3 Kilometer weit weg. Und ihr habt beim Liegenschaftsamt nicht vorher beantragt, in den See zu bohren? Und da haben die sich doch, wir haben das alles ganz brav gemacht. Also wir sind wirklich vorher viele Wochen auch schon und ein Jahr vorher mit dahin und haben lange Gespräche mit dem Ältestenrat, also ich natürlich nicht, ne, meine Ergrauten und weisen Kollegen, das ist reine Männersache, diese Sachen auszudiskutieren, natürlich. Ne? Mhm. Da oben sehen wir dann Chief Reno, das ist wirklich der Häuptling oder der Älteste von diesem Stamm. Und er hat uns sehr unterstützt. Also wenn er nicht da gewesen wäre und dafür gesorgt hätte, dass wir unser Forschungsvorhaben, unser Tiefbohrprojekt da möglich machen können, hätten wir keine Chance gehabt. Weil man sieht da die jungen Herren im Hintergrund, die waren natürlich sehr besorgt. Also natürlich kann man da nicht einfach aufkreuzen mit einem riesen Bohrer und ein Camp hinbauen. Wir mussten uns den Fragen stellen. Aber vor was hatten die denn Angst? Die waren über viele Dinge natürlich besorgt und wir mussten viele, viele Fragen klären. Zum Beispiel hatten sie auch die Sorge, dass wir vielleicht einen Brunnen bohren. Dann wären nämlich die von der anderen Seite des äthiopischen Rifts rübergekommen und hätten vielleicht das Dorf überfallen. Eine ganz große Sorge war auf jeden Fall, da haben wir lange drüber diskutiert, was passiert, wenn wir ein Loch in diesen ehemaligen See bohren. Weil wenn wir ein Loch in diesen ehemaligen See bohren, dann können von unten die Geister der Verstorbenen hochkommen und Unglück über das Dorf bringen. Und wir haben lange mit ihnen diskutiert und haben gefragt, okay, was sollen wir denn tun, um dem Abhilfe zu schaffen? Was können wir machen? Und wir hatten immer einen auch von denen dabei, ne, in diesem kleinen Zelt, was man sieht. Die haben dann auch direkt neben der Bohrung auf alles aufgepasst. Und die haben auch darauf aufgepasst, dass wir uns quasi an deren Regeln auch halten. Und die Lösung war, wir decken das Loch einfach ab und machen das ordentlich zu, wenn wir fertig sind, damit das Loch wieder geschlossen ist und da nichts passieren kann. Und die Geister nicht nach oben kommen? Ja. Jetzt denken Sie mal bitte drüber nach, wo in Ihrem Leben, außer hier und jetzt, hätten Sie herausgefunden, wenn Sie irgendwann mal in Äthiopien ein Loch bohren und Ärger kriegen mit den Anwohnern, dass Sie das Problem einfach lösen, indem Sie einen Deckel drauf machen, damit die Geister nicht aus dem Seegrund nach oben kommen. Ne? Also, Verena, vielen Dank. Und Sie denken jetzt, das ist ein bisschen verrückt, nein, ist es nicht. Ich zeige Ihnen eine Quizfrage und Sie dürfen gleich überlegen, was Menschen für eine Angst hatten, als man diese tiefste Bohrung der Welt vorgenommen hat. Wir haben vorhin ja die Zahl gehört, 12.300 Meter in die Tiefe. Und die Gerüchte, die es damals gab, waren, ja, hat man da einen Vulkan angebohrt und da kommt jetzt vielleicht die Lava hoch oder eine Goldmine und das ist ein Geheimprojekt und die wollen da vielleicht Edelmetalle rausholen oder B, die Hölle angebohrt und da kommen vielleicht Geister hoch oder der Teufel höchstpersönlich. Sie können kurz diskutieren und dann stimmen wir ab.
Okay, das muss reichen. Was glauben Sie? Glauben Sie, Gerüchten zufolge wurde bei dieser tiefsten Bohrung ein Vulkan angeboren? Dann klatschen Sie jetzt. Okay. Glauben Sie, Gerüchten zufolge wurde bei dieser tiefsten Bohrung die Hölle angebohrt? Oder C, eine Goldmine? Was ist die richtige Antwort? Die Antwort ist, wie das Publikum schon mal erraten hat, tatsächlich die Hölle. Wie kommen die Leute drauf? Ja, ich muss zugeben, ich wusste es auch nicht. Ich wurde aufgeklärt. Man hat in das Bohrloch von dieser Tiefbohrung oder einer Tiefbohrung in Kola ein Mikrofon runtergelassen. Und da hat das Mikrofon seismische Aktivität scheinbar aufgenommen. Es hat sich aber sehr, sehr lange das Gerücht gehalten, dass das eben Schreie aus der Tiefe seien. Von den Verdammten, weil es sich so ähnlich angehört hat. Ja, wahrscheinlich. Wer weiß, 12 Kilometer, da war sicher niemand unten. Am Ende war es doch die Hölle. Zumindest hier rechts gab es einige, die das Richtige wussten. Und zwar, ich komme runter, damit es schneller geht. Was nehmen wir denn? Was richtig schön Altes. Und zwar 180 Millionen Jahre alt, Peter. Ich stelle es mal hier ins Licht, dann kann man das vielleicht sehen, wenn ich es richtig halte. Es ist ein Fisch, der ein bisschen platt gedrückt ist und eine Versteinerung hinterlassen hat. Ein wunderschönes Stück. Ich gucke mal drauf, wo es herkommt. Aus dem Jura Sollenhofen. Aus Sollenhofen. Ungefähr 170, 180 Millionen Jahre alt. Und ich habe gesehen, der junge Mann mit dem rosa T-Shirt, der hat schon zum wiederholten Mal an der richtigen Stelle applaudiert. Der bekommt dieses schöne Stück. Herzlichen Glückwunsch. Und dann habe ich hier noch ein bisschen jüngere, 3 Ammoniten. Und weil Herr Hoch gerade so enttäuscht geguckt hat, darf er das mitnehmen und dann jederzeit Herrn Litt einladen und sich alles darüber erklären lassen. Es ist ja aus seiner Sammlung. Das ist für Sie. So. Ich muss dazu sagen, Herr Hoch hat auch an der richtigen Stelle geklatscht. Also ich habe das genau beobachtet. So, nun, ich habe noch 1, 2 Fragen, Verena, und zwar, wir haben ja gesehen, was das für Bedingungen waren, aber wir haben noch nicht geklärt, warum, was für Ergebnisse ihr mitgebracht habt von dort. Was habt ihr herausgefunden? Ja, wir stecken natürlich noch mitten in den Analysen. Ich hatte Ihnen gesagt, 3 Tonnen Material, da braucht man ein Weilchen, um sich da durchzuwühlen. Mhm. Zumal es eben nicht reicht, das aufzusägen und mal drauf zu gucken, sondern wir haben ein sehr, sehr großes Team mit Wissenschaftlern, Biologen, Evolutionsbiologen, Archäologen, Geochemiker, also und so weiter. Du musst uns also noch hinhalten. Oder ja, habt ihr schon ganz erste Ergebnisse? Es gibt schon ein erstes Paper, das ist immer wichtig für die Wissenschaftler, die müssen immer schön publizieren, ihre Ergebnisse. Und es gibt schon ein erstes, in dem wir so die ersten Sachen beschreiben. Da haben wir die magnetische Suszibilität zum Beispiel gemessen, das passiert immer so mit als erstes. Und jetzt gerade, eigentlich diese Woche, sind die ersten elementaren Variationen raus, also die XRF-Messung. Und da freue ich mich drauf, da werde ich mich dann weiter mit beschäftigen, als zum Beispiel, wie sich Kalium verändert im Laufe der Zeit. Ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Indikator für Feucht- und Trockenzyklen. Aber es ist noch zu früh zu sagen, dass, wenn es damals in dieser Region sehr heiß geworden ist oder sehr, sehr trocken geworden ist, dass dann Menschen vielleicht angefangen haben zu wandern, vielleicht Richtung Norden gelaufen. Und dass das jetzt der Grund ist, warum sich der Mensch verbreitet hat auf der Welt, das ist noch viel zu früh. Aber es könnte unter Umständen am Ende das Ergebnis sein? Das ist ja die spannende Frage. Das wollen wir ja herausfinden, ob es eben die feuchten Phasen waren oder die trockenen Phasen oder eben der schnelle Wechsel zwischen feucht und trocken. Und das halten wir dann neben die archäologischen Ergebnisse. So, und jetzt nageln wir dich fest. Wann müssen wir denn die Nature kaufen, um diese Forschungsergebnisse uns durchlesen zu können? Das ist sehr hoch gesteckt. da muss ich aufpassen, was ich sage. Ich würde enthusiastischerweise sagen, so in einem halben Jahr, aber ob es dann wirklich Nature oder Science wird, das wollen wir schwer hoffen, aber das darf ich nicht versprechen. Ja, das ist unser Anspruch an der Uni Bonn. Ja. Verena, vielen, vielen Dank. Danke, dass du hier warst. Dankeschön. Großen Applaus für Verena. So, ich muss Sie noch darauf hinweisen, dass Sie die Möglichkeit haben, wenn Sie zwischen 14 und 19 Jahre alt sind
oder einen Menschen kennen, der zwischen 14 und 19 Jahre alt ist, sie selber an so einer Forschungsreise, über die wir heute gesprochen haben, teilnehmen könnten, als Gewinner eines Wettbewerbes. Es ist nämlich so, dass es einen DFG-Videowettbewerb gibt. Die DFG ruft diesen Wettbewerb aus und sie bekommen am Ausgang Informationen darüber. Sie können die also mitnehmen, wenn sie dachten, die Kinder zu Hause haben heute geschwänzt, waren nicht dabei, haben rumgemault, sind in der Pubertät und machen sowieso den ganzen Tag nur Videos. Wunderbar, dann kriegen sie diesen Flyer und drehen morgen ein Video über das Meer, über Forschung im Ozean und hoffentlich ist es sehr kreativ. Sie reichen es ein bei der DFG und gewinnen eine Ausfahrt mit einem Forschungsschiff. Und damit Sie auch noch was davon haben, haben wir uns überlegt, es soll nicht nur einen Gewinner geben heute Abend, sondern wir haben für jeden von Ihnen ein Stück Bohrkern, was Sie, Felix hat das ja vorhin schon versucht, essen dürfen. Das liegt daran, dass der Bohrkern nicht einige Millionen Jahre alt ist, sondern frisch aus einer Bonner Bäckerei kommt. In seinem früheren Leben war er ein Marmorkuchen. Wir haben ihn aber in der Mitte durchgeschnitten, dass wir eine Archivhälfte und eine Beprobungshälfte haben. Und er steht vor dem Hörsaal 1, sodass Sie beim Rausgehen ein bisschen Energie mitnehmen für den Rest dieser wunderbaren Nacht hier an der Uni Bonn. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abend. Nehmen Sie noch was mit, was Ihnen geboten wird. Hier, toll, dass Sie da waren. Machen Sie es gut und hoffentlich bis zum nächsten Mal, wenn wir uns irgendwo wiedersehen. Machen Sie es gut. Applaus